Sehr schön, dass ihr da seid. Ich habe viele tolle Sachen für euch vorbereitet. Ich habe Texte geschrieben, die voller Quatsch sind. Ich habe Sachen, wo ich erzähle, die Quatsch sind. Ich habe mit der Präsentation wird ganz viel Quatsch passieren. Ich werde zwischendurch improvisieren. Das läuft meistens ins Nichts, aber wir werden das gemeinsam machen. Wir werden viel Spaß heute Abend haben zusammen. Aber bevor es losgeht mit der Show, möchte ich euch eine Frage stellen. Hatte jemand von euch vor kurzem Geburtstag oder hat jemand heute Geburtstag? Du hast gestern Geburtstag gehabt? Krass. Hat sonst noch jemand gestern oder heute? Du? Hast du heute oder gestern oder? Vorgestern. Cool. Pass auf, wie heißt du? Anne. Freut mich. Wie alt bist du geworden, wenn ich fragen darf? 25, cool. Und du, wie heißt du? Malte. Wie alt bist du geworden? 20, krass. Wir singen für euch. Aber wir singen nicht alle das gleiche Lied. Ich möchte, dass jeder von euch das Lied singt, was er oder sie im Herzen trägt. Einfach singt euer Herzenslied und dann singen wir für Anne und Malte gemeinsam nachträglich zum Geburtstag. Alles Gute an euch beide von mir übrigens. Habt ihr schon ein Lied euch überlegt, was ihr gern singen wollt? Okay. Wem jetzt nichts einfällt, der kann Raining Blood von Slayer. könnt ihr nehmen. Ich zähle bis drei rauf. Dann singen wir alle gemeinsam, aber nur für 3 Sekunden, weil ich glaube, das wird mega durcheinander werden. Ich zähle dann von 3 runter und dann ist Schluss und dann ist das für euch zum Geburtstag. Okay? 1, 2, 3. Das war genauso scheiße, wie ich mir das vorgestellt habe. Und damit alles Gute zum Geburtstag. Ist immer noch besser, als wenn in der Schule alle für einen singen. Ne? Das ist noch unangenehmer. Ich hatte auch vor kurzem Geburtstag. Ich bin im März, ich mache die Nummer schon eine Weile. Ich bin im März 29 geworden. Ich mache das Programm jetzt seit 1,5 Jahren. Das ist das erste Mal, dass Leute so darauf reagieren. Sonst, wenn ich sage, hey, ich bin 29 geworden, dann ist so eine Person, die so... Und dann gucken die so, oh, ich habe mich vertan, ich wollte... Weil das ist das, was 29 verdient. 29 Jahre ist kein Geburtstag, wo Leute so ausflippen, also danke an euch, aber das ist eigentlich kein Ausflipp-Geburtstag. So, als ich 29 geworden bin im März, ich hatte das Gefühl, als wollte die Gesellschaft mir kollektiv sagen, meh. Geh zur Arbeit. Dein Geschenk sind Rückenschmerzen. So fühlt sich 29 Jahre an. Es gibt besondere Geburtstage, wo es angebracht ist, zu machen. 16 ist ein sehr besonderer Geburtstag. Ja, weil man darf mal ein Bier trinken. Yay. 18 auch mega besonderer Geburtstag, weil man darf mal einen Schnaps trinken. Yay. Und Auto fahren. Ich weiß nicht, warum die das zusammengelegt haben tatsächlich. Meiner Meinung nach sollten dazwischen ein paar Tage vergehen. Aber ich bin nicht derjenige, der das entscheidet. Aber 29 ist halt kein Alter mehr. Also 29 ist, ich merke, dass ich jetzt auf die 30 zugehe. Ja, 30 ist auch schon nah an 40 dran. Vor allem, weil die Zeit nicht rückwärts läuft. Mit 40 ist das Leben halb vorbei, da kann man aufrunden. Ist mein letzter Auftritt heute Abend. Im Prinzip tot. Wir machen die Show und dann steht da schon so eine Kiste, wo ich mich reinlegen kann.
29 ist kein besonderes Alter mehr, kein besonderer Geburtstag irgendwie. Ich merke, dass sich ein paar Dinge verändern in meinem Leben, wo ich jetzt auf die 30 zugehe. So, ich habe zum Beispiel festgestellt, dass meine Lebensträume anfangen wegzusterben. Das ist eine große Erleichterung, ganz ehrlich. Das ist eine Riesenerleichterung. Oh mein Gott. Oh, ist das schön, dass meine Lebensträume wegsterben. Mit Anfang 20 habe ich teilweise nächtelang wach gelegen und mich gefragt, was kann alles aus mir werden eines Tages? Das hier. Stellt sich raus, das ist, wer ich bin. Danke. Ich muss aber gleichzeitig auch zugestehen, letztens bin ich morgens aufgewacht, habe an mir runtergeschaut und gedacht, Profifußballer. Höchstens noch als Ball. Das ist auch eine Erleichterung. Das ist ein Lebenstraum, dem ich buchstäblich nicht mehr hinterherlaufen muss. Als ob, ich war auch damals immer Torwart. Also es ist jetzt nicht so, dass ich im Sturm gespielt hätte, seien wir ganz ehrlich. So, aber ich merke halt schon, dass sich ein paar Dinge verändern. Ich merke zum Beispiel, dass ich jetzt erwachsen bin. Ich fühle mich nicht so, wenn ich ehrlich sein soll. Ich fühle mich überhaupt nicht erwachsen. Die meiste Zeit fühle ich mich wie 12. Wie so ein sehr müder 12-Jähriger. So ein 12-Jähriger, der so müde ist, wenn du dem auf der Straße begegnest, machst du dir so Sorgen um ihn? Was ist los in deinem Leben? Du bist 12. So. Ich bin ein müder 12-Jähriger mit 1200 unbeantworteten E-Mails im Postfach und einem Baufinanzierungskredit, wo er sich nicht erinnern kann, wie er da dran gekommen ist. Also, ich kriege jetzt einfach einmal im Monat Post von der Sparkasse, da steht drin, Sie müssen bezahlen. Und ich stehe vor dem Briefkasten, aber ich bin 12. Taschengeld ist aufgebraucht. Ich hab am Kiosk eine gemischte Tüte für 900 Euro gekauft. Weiß nicht, was ich machen soll. So. Danke sehr. Schön, dass du dich damit identifizieren kannst. Das ist fantastisch. Gleichzeitig, obwohl ich mich so fühle, weiß ich aber, dass ich erwachsen bin, weil ich das gelernt habe. Ich habe gelernt, dass ich erwachsen bin, und zwar letztes Jahr. Da bin ich in Urlaub geflogen. Und es ist heute Abend Scharfschützenhumor. Das ist im ihr werdet der Reihe nach, wird jeder von euch mal lachen, aber immer alleine. Das ist der Plan, den ich gemacht habe. Nein, ich hab im Flugzeug gelernt, dass ich erwachsen bin, weil nämlich die Stewardessen und Stewards diesen Sicherheitstanz aufgeführt haben. Und dann haben die, Notausgänge hier, da und so. Und dann haben die gesagt, für den unwahrscheinlichen Fall einer Notlandung, lassen Sie Ihr Gepäck zurück und bringen Sie sich selbst in Sicherheit. Als ich den Satz gehört habe, wusste ich, dass ich erwachsen bin, weil ich sofort gedacht habe, nö. Nein. Ganz ehrlich, nein, danke. Wenn ich die Wahl habe zwischen auf der einen Seite möglicherweise sterben und auf der anderen Seite Kreditkarte sperren lassen, Personalausweis neu beantragen, EC-Karte sperren lassen. Ich weiß, wofür ich mich entscheide, ganz ehrlich. Ich bin fast 30, ich habe genug gesehen von der Welt. Ich will vor allem nicht nochmal ins Bürgerbüro. Ich habe festgestellt, dass dadurch, dass ich jetzt auf die 30 zugehe, dass andere Leute Schwierigkeiten damit haben, dass ich älter werde. Das hätte ich nicht gedacht, aber andere Leute haben Schwierigkeiten damit. Die Leute reagieren jetzt nämlich anders auf mich. Die Leute haben völlig neue Emotionen mir gegenüber. Letztens zum Beispiel, ich habe letztens festgestellt, was heißt letztens, das ist ungefähr 8 Monate her, da habe ich festgestellt, dass ich jetzt die magische Grenze erreicht habe mit 29, wo die Leute unsicher werden, ob sie mich noch duzen dürfen oder schon siezen müssen. Das war voll seltsam, als ich das gelernt habe, weil ich war im Supermarkt, ich stand an der Kasse und da war so eine einsame Schachtel Zigaretten offen. Das war eine der letzten Schachteln Zigaretten, die ich gekauft habe. Ich habe mittlerweile aufgehört. Und die Band! Danke sehr. Das ist sehr lieb von euch.
Aber auf jeden Fall, da habe ich eine der letzten Schachteln Zigaretten gekauft, die ich geraucht habe. Und an der Kasse saß eine Kassiererin, die war vielleicht so 18 Jahre alt. Und ich war geistig nicht ganz anwesend, ich war ein bisschen in Gedanken versunken. Und irgendwann merkte ich aber, sie hatte mich angesprochen, aber auch schon 6 Mal ungefähr. Also es war ein bisschen unangenehm. Und ich sperrte dann die Lauscher auf, guckte sie an und machte so, Und sie sagte tatsächlich zu mir, mein Herr. Das hat mich schon getroffen. Ich weiß bis heute nicht, wie die darauf gekommen ist. Was an mir strahlt mein Herr aus? Was an mir löst bei ihr das Bedürfnis aus, mich mit mein Herr anzusprechen? Ich finde, ich habe keinerlei mein Herr-Energie. Ich finde, das passt nicht zu mir. Ich finde, das passt eher zu meinem Vater. Mein Vater ist mein Herr. Das ist ein komischer Satz. Das würde ich gerne zurücknehmen, aber gerade bei der Aufzeichnung. Aber was soll ich machen? So wollte mein Vater halt immer angesprochen werden. Also ich kann da nichts machen. Es gab seltsame Situationen, ne? Als ich dann klein war. Ihr könnt euch das vorstellen, dann ich so mit 4, 5 Jahren. Ich will Süßigkeiten. Und mein Papa so, wie heißt das Zauberwort, Jan Philipp? Ich will Süßigkeiten, mein Herr. Ich merke gerade, ich brauche Therapie. Nein, zurück zur Kassiererin im Supermarkt. Die meinte dann auch so, mein Herr, ich müsste bitte einmal den Ausweis sehen wegen der Zigaretten. Ein paar von euch sind bei mir. Ein paar von euch verstehen, was ich meine. Das passt nicht zusammen. Du kannst nicht gleichzeitig das Bedürfnis haben, mich mit meinem Herr anzureden und dann aber unsicher sein, ob ich alt genug bin zum Rauchen. Und ich habe dann schon sehr laut zu der Kassiererin, das tut mir im Nachhinein auch mega leid, aber ich habe dann schon sehr laut zu ihr gedacht. Hör mal, Fräulein. Wenn du das Bedürfnis hast, mich mit meinem Herr anzusprechen, hat sich doch die Frage nach dem Ausweis erledigt, oder? Die Polizei hält doch auch keinen 3-Jährigen auf einem Bobbycar an und sagt dann, mein Herr, können Sie bitte hier reinpusten? Nee, Sie sind Schlangenlinien gefahren, deswegen. Nicht weinen. Nicht weinen, mein Herr. Und ich habe ihr dann meinen Ausweis so hingehalten und die hat eine Nanosekunde drauf geguckt. Und dann dachte ich, erst will die den Ausweis sehen und dann guckt die nur so kurz da drauf, was ist da los? Hab sie fragend angeschaut und sie hat meinen Blick exakt richtig gedeutet, weil sie einfach nur eiskalt mit so einem, lass mich in Ruhe, ich arbeite hier im Einzelhandel, du Arschlochblick, in den Augen zu mir gesagt hat, ich habe die 1900 gelesen. Die musste nicht mal rechnen. Verändern sich Dinge. Mal so gefragt, wer von euch ist 30 und älter? Einfach mal aufzeigen. Ja. Wer von euch ist unter 30? Die Arme geht schneller hoch. Das ist aber pass auf, die Leute, die 30 und darüber sind, und ihr anderen natürlich auch, vielleicht geht euch das genauso wie mir. Ich neige krass zum Overthinking. Ich neige mega dazu, Dinge überzuanalysieren. Ich zerdenke alles, ich mache mir Sorgen um jeden Scheiß, um Eventualitäten aus Paralleldimensionen, die gar nicht existieren. Und was mir dann manchmal passiert, ist, ich steigere mich in so eine negative Gedankenspirale rein, wo alles immer schlimmer wird und immer schlimmer und immer schlimmer. Und irgendwann fällst du unten raus und plopp, es war noch nie etwas gut auf diesem Planeten. Du selbst bist der schlimmste Mensch, der jemals existiert hat. Und die Zukunft ist so schrecklich, dass sie abgesagt wurde. Die wird nicht stattfinden. Wird gar nicht erst stattfinden. Und was mir dann manchmal hilft, ist, alle meine Gedanken aufzuschreiben, so, damit ich die nicht mehr im Kopf mit mir herumtragen muss. Und manchmal werden dann da Texte draus. Und in Bezug auf, es ist ja nicht mal mehr ein Jahr, es dauert jetzt gar nicht mehr lange, dann werde ich 30. Und ich habe gemerkt, ich mache mir viele Sorgen und Gedanken darum, wie das wohl werden wird mit 30. Das ist wieder so eine große, blockige Zahl. Die 10er-Schritte sind, glaube ich, immer ein bisschen schwierig. War sehr schwierig, als ich 10 geworden bin. War eine harte Phase, auf jeden Fall. Im Job hat sich viel verändert. Ich bin in eine ganz neue Firma gekommen. Da Anforderungen waren auf einmal höher. Nee, aber ich habe schon gemerkt, ich mache mir viele Gedanken, wie das wohl werden wird, wenn ich 30 bin. Und
dann auch mich in so eine negative Gedankenspirale reingesteigert. Und dann habe ich da einen Text draus gemacht. Und die Leute, die gerade aufgezeigt haben, dass sie 30 und älter sind, ich lese den Text jetzt vor. Und ihr müsst mir dann hinterher sagen, ob das wirklich so werden wird, wie ich mir das vorstelle. Oder, also wir machen dann hinterher eine kurze Feedbackrunde und sprechen über unsere Gefühle. Aber erstmal lese ich den Text vor. Der Text hat einen schönen Titel, wie ich finde, falls ihr mir diese Arroganz zugesteht. Der Text trägt den Titel: Ich will nicht 30 sein, ich will einfach nur ich selbst sein. Der Text geht so: Ich will nicht 30 sein, 30 sein macht keinen Spaß. Man kann nichts mehr genießen, wenn man 30 ist, weil du zu viel weißt über die Welt. Dann stehst du in der Küche, du trägst Schuhe und isst einen Keks dabei und sofort springt das Internet aus deiner Hose, tritt dir vors Schienbein und schreit dich an: Deine Schuhe! Jan-Philipp, deine Schuhe werden im Plembekistan von Kindern hergestellt und diese Kinder müssen 36 Stunden am Tag arbeiten ohne Bezahlung und zu essen kriegen sie nur Sägespäne und alte Batterien. Und wenn sie eine Blume sehen, oh, dann werden sie umgebracht, weil ihr Leben sonst so schön ist. Außerdem ist in den Keksen Weizenmehl drin und davon wirst du fett, also noch fetter. Und in Weizenmehl ist Gluten und Gluten, das schmieren Assassinen auf ihre Messer, wenn sie Kinder töten. In Plembekistan. Man hat keine Freunde mehr, wenn man 30 ist. Auf einmal hat niemand mehr Zeit für dich. Die Leute haben ernsthafte Jobs und manche kriegen sogar Kinder. Kinder? Ernsthaft? Was ist los mit den Leuten? Haben die kein eigenes Leben? Biologisch gesehen bedeutet Kinder zu kriegen, dass man sagt: Meh. Ich habe aufgegeben. Ich erwarte nichts mehr von meinem Leben. Soll die nächste Generation ihr Glück versuchen? Schlimmer sind nur Leute, es wird noch schlimmer. Schlimmer sind nur Leute, deren Kinder schon groß sind. Die haben auch noch ihre letzte biologische Funktion eingebüßt, nämlich die Aufzucht. Denen bleibt nur in einem Schrebergarten auf den Tod zu warten. So wie es der liebe Gott gewollt hat. Man hat keine Freunde mehr, wenn man 30 ist. Du hast nur noch Leute, die du mal irgendwann über die Arbeit kennengelernt hast und bei denen du dir unsicher bist, ob du die magst. Und die sitzen dann einmal im Quartal in deinem Wohnzimmer und sagen abscheuliche Dinge, furchtbare Dinge und trinken dabei Rotwein, den sie selber mitgebracht haben. Weil deinem Rotwein ist nicht zu trauen. Und du hast auch gar keinen Rotwein, ganz ehrlich. Du hast nur Bier. Weil Rotwein was für Erwachsene ist. Und okay, und im Kühlschrank, da ist noch unten im Gemüsefach, da rollt so eine Flasche rum mit einer Flüssigkeit. Und die Flüssigkeit heißt die Mische. Und die Mische ist blau. Und die Mische schmeckt auch blau. Und wenn man sie trinkt, kriegt man Kopfschmerzen. Und dann funktioniert der Teleporter, der das Wochenende vorbei macht. Und diese Leute, die Rotwein trinken in deinem Wohnzimmer einmal im Quartal, sagen, wie gesagt, schlimme Dinge. Furchtbare Dinge, abscheuliche Dinge. Dinge wie zum Beispiel: Ich habe jetzt Besteck von WMF. Und du denkst, du Arschloch, dafür habe ich doch hier nicht aufgeräumt und mir eine Hose angezogen, damit du mir Besteckgeschichten erzählst. Das ist so. Aber das hält die Leute nicht auf, die machen einfach weiter. Besteck von WMF ist das Beste. Meine ganze Wohnung ist von WMF. Ich glaube, ich bin von WMF. Ne? Du musst mal vorbeikommen, dann verwandle ich dich auch in WMF. Die Leute reden entweder von Besteck oder von den schlimmen Dingen, die ihnen mal passiert sind. Du kennst jetzt Leute, die was erlebt haben. Leute mit Erinnerungen und Tragödien und lebensverändernden Ereignissen. Leute, die nicht mehr dieselben sind wie früher. Mit denen will man doch nicht reden. Man will mit Leuten reden, die nichts erlebt haben und trotzdem sehr starke Meinungen vertreten. Menschen Anfang 20 im Prinzip. Und man kann auch niemanden mehr daten, wenn man 30 ist. Auf einmal hast du nur noch ernsthafte Beziehungen. Und dann fragst du dich, wie eine Beziehung denn generell nicht ernsthaft sein kann. Schließlich muss man dafür immerhin anwesend sein. Und es ist nur dann Casual Dating, wenn eine Person zu Hause bleiben kann. Oder im Restaurant einen Bademantel trägt oder sowas. Aber vor allem gewinnst du die Vorstellung, dass ernsthaft bedeutet, dass du jetzt die Eltern kennenlernen musst
und du hasst es, die Eltern kennenzulernen, weil das sind nur noch mehr Leute mit angeblich verschiedenen Namen und Gesichtern. Dann heißen die Beate und Rainer und sehen auch so aus. Und seien wir ehrlich, am liebsten würdest du von der Familie nur den Hund kennenlernen wollen. Aber dann stehst du halt da in deren Haus und du weißt nicht, wie das geht. Weil wie steht ein normaler Mensch? Oh, in einem Haus auch noch, das ist ein Spezialfall. Auf der Straße stehen kann ich, aber in einem Haus, ich weiß es nicht. Und dann ist alles voll mit irgendwelchen persönlichen Gegenständen und Kinkerlitzchen, die etwas über die Identität der Leute aussagen, die da wohnen. Und für dich scheint da drin irgendwie kein Platz zu sein, weil das schon so ein abgeschlossenes eigenes Leben ist. Und dann sitzen auf einmal alle am Tisch mit dem guten Geschirr und die gucken dich an, als müsstest du jetzt rechtfertigen, dass sie für dich das gute Geschirr rausgesucht haben. Und die Großeltern sind, das reicht schon aus. Das ist schon kompliziert genug. Die Großeltern heißen Gerbenga, Hänschenklein, Schlachtute und Flönkfried. Es kann aber auch sein, dass du dir die Namen ausgedacht hast, weil du dir die echten nicht merken konntest. Und ihr könnt gerne klatschen, wenn ihr... Und schließlich guckt Gerbenga deine Freundin an mit ihren 100 Jahre alten Augen und sagt dann, jetzt hast du endlich deinen Prinzen gefunden. Und du denkst, dass andere sich an deiner Stelle jetzt vielleicht geschmeichelt fühlen würden und denken würden, ja, ich bin der Prinz. All diese Ländereien werden eines Tages mir gehören. Aber du denkst nur, warum lügt die? Warum lügt Gerbenga? Ich bin doch kein Prinz. Ich bin im besten Fall der psychologisch auffällige Cousin des Hofnarren und... Ihr klatscht mir ein bisschen zu doll an der Stelle. Das kann... Also musst du vorher was sagen. Du musst vorher was sagen, bevor du die Eltern kennenlernst. Schließlich führst du eine ernsthafte Beziehung. Da spricht man über seine Gefühle. Und dann hörst du dich sagen, ich habe Angst davor, deine Eltern kennenzulernen. Und du hörst sie sagen, ach was, Jan Philipp, das ist doch keine Raketenwissenschaft. Und du hörst dich sagen, nee, eher Unterwasserbuchhaltung. Es ist kompliziert und der Druck ist hoch. Der Druck ist hoch. Warum ist der Druck so hoch? Jan Philipp, wovor hast du denn Angst? Ich weiß nicht, wie man in einem Haus ist. Und was mache ich, wenn ich mal aufs Klo muss, aber nicht weiß, wo das ist? Ja, dann fragst du einfach. Selbst wenn das möglich wäre. Einfach so zu fragen. Ich meine, wo kommen wir denn dahin? Da wissen die ja, dass ich aufs Klo gehe. Was mache ich, wenn die fragen, ob ich groß oder klein muss? Und dann bin ich überfordert und sag Mittel und dann muss ich mir was ausdenken. Jan Philipp, ist das nicht alles ein bisschen übertrieben und grundsätzlich egal? Du hast recht, es ist egal, ich werde einfach den Abend lang einhalten. Und dann schimpft sie. Und für sie scheint alles immer sehr leicht zu sein aus irgendeinem Grund und für dich scheint alles aus irgendeinem Grund immer sehr schwierig zu sein und dann nickst du nur und versuchst, die in die aufsteigende Panik zu unterdrücken, wenn du in den Abend denkst. Nein, ich will nicht 30 werden, das macht keinen Spaß. Ich möchte aber auf der anderen Seite auch ums Verrecken nicht so tun, als wäre ich ewig jung geblieben. Das sieht nicht aus, das ist sehr schnell sehr unangenehm, immer älter zu werden und dabei so gezwungen jugendlich zu tun. Das fühlt sich sehr schnell an wie die arme, arme Tagesschau-Moderatorin, die jedes Jahr aufs Neue das Jugendwort des Jahres erklären muss. Und letztes Jahr war das seltsam ironisch, als cringe, das war genau das, was ich gefühlt hatte, als sie das Wort in den Mund genommen hat. Nein, das will ich auch nicht. Aber ich will auch nicht 30 sein. Ich will einfach nur ich selbst sein. Danke sehr. Danke sehr. ja, manchmal mache ich mir, also, Leute, wird das so werden, wie ich mir das vorstelle? Also jetzt mal ganz ehrlich, die Leute, die 30 und älter sind, wird das so werden, wie ich mir das vorstelle? Dieser freundliche Herr,
mein Herr. Eiskalt nickt er einfach nur mal. Man gewöhnt sich dran. Hier fühle ich mich sicher. Ich stehe hier so, ey, ich glaube, ich mache mir zu viele Gedanken, so, ich steigere mich in negative Gedankenspiralen rein. Das ist in der Realität bestimmt nicht so. Und er so, doch, ist so, ja, doch. Fantastisch. Ich würde, ihr merkt das ja, die Hälfte von dem, was ich beschrieben habe, sind gar keine echten Probleme. Die Hälfte von dem ist halt eigentlich hauptsächlich in meinem Kopf. Auch wenn du sagst, das ist, dass man sich dran gewöhnt. Aber ich glaube, das meiste davon ist halt in meinem Kopf. Aber, und ich würde gerne damit aufhören, aber ich kann mir nicht helfen. Ich muss mir Gedanken machen. Auch manchmal sehe ich Dinge in der Realität und mein ganzer Tag kommt kreischend zum Halten, weil ich mir Gedanken machen muss. Und ein paar von diesen Dingen habe ich euch mitgebracht. Das sind dann so Straßenschilder häufig. Die möchte ich euch mit meiner coolen Präsentation zeigen. Bei mir in der Nähe, in Bochum, wo ich wohne, ist eine Burg, die Burg Blankenstein. Und die Burg Blankenstein hat an ihrem Tor ein Schild, das steht: Keine Parkplätze im Burghof! Parkplatz für Gäste im Burghof. Ich wusste nicht, ob ich da jetzt parken kann. Da musste ich erstmal drüber nachdenken. Dann ist mir zum Glück aufgefallen, dass ich kein Auto habe. Das hat diese schon leichter gemacht. Das nächste habe ich bei Saturn gefunden. Ein Funkwecker der Firma Technoline. Und du denkst, ja, das ist nichts Besonderes. Dann guckst du aber unter der Funktion Funkwecker. Nein. Ich stand eine Stunde vor dem Regal und habe immer wieder so leise geflüstert: Was bist du? Was ist deine Aufgabe? Bis dann irgendwann so ein Saturn-Mitarbeiter kam und meinte: Sie müssen gehen, Herr Zimny. Sie irritieren die anderen Kunden. Das ist das dritte Mal diese Woche. Bitte geht. Dann muss ich nach Hause gehen und Sartre lesen. Das hilft auch niemandem. So. Das nächste ist ein Graffito, das ich gefunden habe, in einem Bahnhofswartehäuschen in dem kleinen Ort Lübbecke in Ostwestfalen. Die haben an ihrem Bahnhof ein Wartehäuschen und da hat jemand folgendes Graffito dran gemalt: Alle Geimpften, nehmt euch in Acht, weil mit 5G gefickt seid ihr eher. Beispiel. Ich bin so froh, dass ein Beispiel kommt, ganz ehrlich. Beispiel: Mikrowelle hat 8G. Nein. Das ist genau die andere Richtung auf dem EM-Spektrum. So funktioniert das nicht. Außerdem, wir alle leben im Jahr 2022 oder wann immer die Leute, die das hier gucken, angucken. Und wir alle kriegen so gerade 5G und er lebt alleine im Jahr 3000 und streamt 3D-Filme in 16K-Auflösung über die Mikrowelle. Warum? Damit man nicht gucken muss, wie sich das Essen dreht oder so. Dann wird es seltsam poetisch. Wenn das Fleisch kocht, dann drückt sich der Verstand. Ich habe meinen Zug verpasst. Weil ich davor gestanden habe und gedacht habe, welcher Geist hat das hervorgebracht? Und warum? Und ich musste das analysieren und darüber nachdenken. Und die einzige Art und Weise, wie ich mir das erklären kann und warum das auch so seltsam poetisch wird, ist, das ist ein Gedicht. Ich bin da auf ein Stück Underground Street Art Poetry gestoßen. Und der Autor, die Autorin, wollte die ganze Verwirrung und Ohnmacht und Verzweiflung, die wir alle während Corona erlebt haben, wollte er oder sie ausdrücken. Und das gelingt ihm oder ihr ganz wunderbar durch die Abwesenheit eines Reimschemas. Stark wechselnde Metrik auch. Völlig willkürliche Zeichensetzung im Groß- und Kleinschreiben. Alle Geimpften klein, kein Komma, nimmt euch in Acht, Punkt, weil... Mit 5G gefickt seid ihr Ehe. Ehe schreibt man groß. Beispiel: Mikrowelle hat 8G, kein Punkt. Wenn das Fleisch kocht, kein Komma, Dan. Wer ist Dan? Vielleicht betone ich es falsch. Vielleicht ist es, wenn das Fleisch kocht, Dan, drückt sich der Verstand.
Und ich glaube, was meine Arbeitshypothese unterstützt, dass es sich dabei um ein Gedicht handelt, das Verwirrung und Ohnmacht ausdrücken soll, ist der Punkt, dass du es gar nicht, dass du gar nicht sagen kannst, wo das Gedicht eigentlich endet. Endet es hier nach Verstand? Hier steht noch, seid ihr dumm? Ironischerweise S-E-I-H-T. Selbst T ist falsch. Hier steht noch, ich liebe dich. Ach echt? Das Gedicht blendet so visuell aus. Es ist so dem Abstieg in den Wahnsinn gleich. Verliert sich das Gedicht in vollkommener Unverständlichkeit. Und ich glaube, meiner Meinung nach das Beste an diesem Gedicht ist, völlig egal, welche Meinung du zum Thema Impfen vertrittst, ob du die richtige oder die falsche Meinung vertrittst, wir alle können uns darauf einigen, dass das hier mega seltsam ist. Dieses Gedicht schweißt uns als Nation wieder zusammen und deswegen vollkommen zu Recht 5 von 5 Sternen. Die einzige freilaufende Gedichtanalyse, die euch jemals begegnen wird. Außerhalb der Schule, meine ich. Ich mache mir zu viele Gedanken. Und ich weiß nicht, vielleicht geht ein paar von euch das genauso, wenn ich zum Beispiel eine Aufgabe bekomme. Ne? Also meine Agentin schickt mir eine Mail, da soll ich drauf reagieren. Oder die Stadtwerke sagt, hallo, bitte zahlen Sie mal. Nee, aber was bei mir passiert, wenn ich eine Aufgabe bekomme, ist, ich denke auch über die Aufgabe nach. Auch ich analysiere auch die Aufgabe, ich mache mir Gedanken darüber, ich mache mir Sorgen darum. Und die Aufgabe an sich wird immer größer und immer schwieriger und ich werde immer kleiner und immer hilfloser, bis dann das irgendwann so unbewältigbar ist, die Aufgabe, dass ich anfange, das rauszuschieben. Ich prokrastiniere. Ich prokrastiniere wie ein Weltmeister. Dass ich überhaupt nach 9 Monaten geboren wurde, ist... ist total verwunderlich. Das ist, eigentlich hätte ich auch das rausschieben müssen. So, das sieht schwierig aus. Nee, ich mach mal, ich warte mal noch so 18 Jahre. Und dann nach 18 Jahren komme ich so raus, so mit Hut und Aktentasche. Guten Tag, Mutter, danke. Ich gehe zur Arbeit. Das ist, danke für die Geburt. Und ich möchte euch das aktuellste Ergebnis meiner Prokrastination präsentieren. Das ist ein Text, der ist nicht fertig geworden. Das heißt, ich lese euch den Text vor und der hört dann irgendwann einfach auf und wir müssen alle damit leben. Auch ich wollte den eigentlich noch letzte Nacht fertig machen, aber ich habe Skyrim gespielt, um ehrlich zu sein. So halb 3 in der Nacht und ich dachte so, ich könnte jetzt ins Bett gehen, meinen Text fertig schreiben oder... Ein Witz für weniger, aber ist okay. Ich habe euch das aktuellste Ergebnis meiner Prokrastination mitgebracht, dass dieser Text ja nicht fertig geworden ist. Und zwar ist meine Agentin an mich herangetreten und hat gesagt, Jan Philipp, wir machen deine Website neu. Dein altes ist schon ein paar Jahre alt, ein bisschen kindlich, ein bisschen verspielt. Wir machen eine coole neue Website. Jan Philipp, bitte schreib für deine coole neue Website eine neue Vita. Bitte schreib eine neue Autorenbiografie. Meine Agentin lacht gerade ganz doll. Weil die weiß das noch nicht, was ich jetzt hier mache. Falls das unklar sein sollte, Vita und Autorenbiografie sind übrigens Angeberworte, die Leute wie ich benutzen, um zu verschleiern, dass wir einen Lebenslauf schreiben müssen. Das ist tatsächlich ziemlich ähnlich zu dem, wenn ihr euch irgendwo bewerbt und ihr müsst einen Lebenslauf schreiben. So, es ist manchmal ein bisschen mehr ausgeschmückt oder so. Aber... ich habe dann angefangen, das zu schreiben. Die Website ist lange online. Das Ding ist immer noch nicht fertig geworden. Und Julia, ich möchte das heute Abend hiermit dann einreichen, an dieser Stelle auch, wenn es nicht fertig ist. Der Text trägt den Titel Neue Vita für meine Website, weil meine Agentin das so will. Der Untertitel ist In der Hoffnung, dabei nicht zu sehr wie Thorsten Sträter zu klingen. Der ja auch eine Nummer hat, wo er seine Vita vorliest. Vorwort. Da merkt ihr, wo ich Zeit verplempert habe. Ne? Ein Lebenslauf braucht kein Vorwort. Aber ich dachte, vor meiner Geburt müssen erstmal ein paar Dinge geklärt werden. Deswegen Vorwort. Ganz ehrlich,
Besteht da Diskussionsbedarf? Ich komme noch mal rein. Ich versuche gerade festzustellen, ob das nur in meinem Kopf passiert. Was hier, ne? Das wär der grandioseste Plot-Twist für diese Show, wenn das Ende der Show ist, ich wach auf und ich habe das alles nur geträumt. Ich lag im Koma. Vorwort. Ganz ehrlich, eine Autorenbiografie zu schreiben, langweilt mich richtig schlimm. Zuerst hat alles, was ich hier reinschreibe, den unangenehmen Beigeschmack der Selbstbeweihräucherung oder gar des Eigenlobs. Denn was ist eine Autorenbiografie anderes als eine Liste von dem, was man alles Tolles gewonnen und veröffentlicht hat? Das ist schon unangenehm, vielleicht sogar ein bisschen widerlich. Ich könnte das natürlich umgehen. Ich könnte diese Widerlichkeit natürlich umgehen, indem ich nicht nur meine Erfolge aufzähle, sondern zwischendurch mit ein paar meiner zahlreichen Misserfolge würze. Hier darum drei wirklich wahre Beispiele aus meinem richtig echten Leben. 2011, Jan-Philipp Zimny fällt durch die theoretische Führerscheinprüfung, weil er Anhänger auf Lücke gelernt hat. Ist wirklich passiert. Ich dachte so, wie viele Anhänger fragen können? Und sehr viele, es können sehr viele Anhänger fragen. 2018. Jan-Philipp Zimny wird eingeladen, einem internationalen Verlag seine Buchideen vorzustellen. Keine davon wird angenommen, weil sie dem Verlag alle zu abgedreht sind. Da ist nicht mal eine Pointe an der Stelle. Ich bin einfach nur immer noch enttäuscht. Das ist 2019. Jan-Philipp Zimny schafft es, innerhalb einer Woche 11 Mal Essen zu bestellen. Als der Lieferando-Fahrer ihn darauf anspricht, zieht er um. Ja. War nicht der einzige Grund, aber war auch der Hauptgrund. Abgesehen von alledem langweilt mich das bloße Wiedergeben meines Lebens. Eine einfache Reproduktion der Wirklichkeit, wie es ja zum Beispiel auch in der Schule verlangt wird, hat mich noch nie sonderlich gereizt. Ich fühlte mich schon immer eher von den überrealen Möglichkeiten für Quatsch angezogen, die beispielsweise ein leeres Blatt Papier ausstrahlt. In der Schule bin ich für diese meine Vorliebe oft bestraft worden. Da mir niemand glauben wollte, dass zu den Lebensgewohnheiten des Grottenolms neben dem Blindsein und der Kiemenatmung auch der Beruf des Sattlers und das Bemalen von erotischen Figürchen aus Zinn gehören. Oder um es anders zu sagen, es wurde schon früh versucht, meine Kreativität zu unterdrücken und meine Gedanken zu zensieren. Zum Glück konnte ich diese Angriffe abwehren, mir meine Kunst bewahren und bin außer an meinem Selbstwertgefühl ohne Schaden daraus hervorgegangen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, wenn ich hier lustigen Nonsens über mein Leben erfinde, charakterisiert das mich und meine Kunst viel mehr als alles, was tatsächlich in meiner Kindheit passiert ist, welche Preise mir vielleicht verliehen wurden und welche Studiengänge ich abgebrochen habe. Beginnen wir also mit meiner Vita. Ja, ihr arbeitet gut mit, das ist fantastisch. Pass auf, ich mache diese Geste und ihr macht alle so. Oh, können wir das machen? Ja, ich weiß nicht, warum ich nach dem Singen am Anfang erwartet habe, dass das jetzt. Die Geschichte meiner Geburt beginnt lange vor meiner Geburt. Denn obwohl es aus meiner Perspektive schlicht und ergreifend wahr zu sein scheint, dass das Universum spontan entstanden ist, als ich im Alter von etwa 2 Jahren sehr doll ein Brötchen wollte. Ich hatte Hunger und plopp Bewusstsein einfach. So wurde mir vom Finanzamt Bochum-Mitte glaubhaft versichert, dass das Universum auch schon vorher existiert hat, und zwar aus steuerrechtlichen Gründen. Das heißt, solltet ihr also jemals von einer existenziellen Krise geplagt werden, bitte wendet euch an die zuständigen Behörden.
Wobei eigentlich lieber nicht, denn, seien wir ehrlich, ein Behördengang ist lang, aber der Weg in die Suizidalität ist kurz. Die Geschichte meiner Geburt beginnt am Neujahrstag anno 1993. Schnee war in der Nacht gefallen, als erschreckliche Ereignisse den Abt des Franziskanerklosters Wuppertal-Oberbarmen aus dem Bett trieben und die Mönche in helle Panik verfallen ließ. Seit den frühen Morgenstunden weinte eine der Marienstatuen Blut. Im Katechismus der katholischen Kirche gilt das Weinen von Blut bei Marienstatuen als böses Juju. Abt Sascha hatte sich einen Weg durch die Menge aus geistlichen Bahnen. Es tut mir ein bisschen leid, Sascha ist kein guter Name für einen Abt, aber mir war nichts anderes eingefallen. Deswegen heißt es Abt Sascha einfach. Abt Sascha hatte sich einen Weg durch die Menge aus geistlichen Bahnen müssen. Zu ihren Füßen lag ein ohnmächtiger Novize und seine Hände voll mit dem wundersamen Blut. Telegrafiert sofort nach Rom, sagte Abt Sascha und beugte sich dann zu dem Bewusstlosen herunter. Es war Bruder Fabian. Er ist seit 3 Monaten im Kloster. Er hatte das böse Omen entdeckt und in seiner tiefen Verwunderung das Blut berührt. Jetzt war er ohnmächtig, aschfahl und der Schaum stand ihm auf den Lippen. Der Abt strich dem jungen Mann über den Kopf und plötzlich schlug dieser die Augen auf und sprach: Es wird ein Kind kommen, ohne Vokale im Nachnamen. Zählet ab 9 der Wochen und 3 der Tage. Ihr sollt es erkennen an seiner Zahl. Peace out. Dann verstarb Bruder Fabian. Die darauffolgenden Wochen wurde unter den Mönchen heftig diskutiert, wie man nun weiter verfahren solle, während sich die dunklen Vorzeichen häuften. Vögel fielen tot vom Himmel. Die Wupper färbte sich rot. Und All That She Wants von Ace of Base steht auf Platz 1 der Charts. Und dann, am 9.3.93, um 9.03 Uhr am Morgen, wurden im St. Elisabethen-Krankenhaus in Wuppertal-Oberbarmen 2 Kinder geboren. Das erste trug den Namen Kirk. Und das zweite trug den Namen Pandemonium Teufelsknilch. Kurz waren die Franziskaner verwirrt, auf welches der Kinder die Prophezeiung zutreffen mochte. Nach einigem Hin und Her entschieden sich dann aber, die kleine Kirk zu entführen, um so das vorhergesagte Schicksal abzuwenden. Sie erzogen die kleine Kirk im Glauben an den Herrn Jesus Christus, unterrichteten sie im Nahkampf und gaben ihr den Namen Xena, die Kriegerprinzessin. Ab ihrem 18. Geburtstag sollte sie in Wuppertal gegen die Armeen der Finsternis kämpfen, also gegen die Einwohner. Und doch die Mönche hatten sich geirrt. Nicht die kleine Kirk war gemeint gewesen und schon gar nicht Pandemonium Teufelsknilch. Sondern ich. Aber ich bin nicht in einem Krankenhaus geboren worden, wie die Mönche fälschlicherweise angenommen hatten. Oft kommen Kinder ja an den seltsamsten Orten zur Welt. In Autos, auf Feldern, unter Wasser, in Zelten, auf Tretbooten und Mittelaltermärkten. Meine Eltern fanden mich in einer Pampelmose. Deshalb hielt ich mich bis zum Alter von 4 Jahren für eine Zitrusfrucht. Viele Leute behaupten von sich selbst, dass sie von Wölfen aufgezogen wurden, ich nicht. Meine Eltern wurden von Wölfen aufgezogen, ich selbst bin Wolfsmensch in 2. Generation. 2000, im Alter von 7 Jahren, brachte ich mir selbst bei, zu schweben. Ne. Gewöhnte es mir aber wieder ab, da es die Erwachsenen verunsicherte und uns die Einreise in die USA erschwerte. So kurz vor dem 11. September verstand man dort keinen Spaß. Meine Schulzeit war eine glückliche, da ich nicht zur Schule ging. Leider hatte man versäumt, mir vor der Einschulung das Lesen beizubringen. So konnte ich das Schild mit der Aufschrift Grundschule nicht entziffern und lief daran vorbei. Stattdessen besuchte ich jahrelang die benachbarte Justizvollzugsanstalt. Innerhalb kürzester Zeit lernte ich dort alles, was ich für mein Leben jemals brauchen sollte. Ich lernte, wie man aus Alltagsgegenständen ein Knastmesser anfertigt. Zum Beispiel aus Löffeln, Brillen, Unterhosen oder Marmelade. Ich lernte, wie man mit Rauschgift handelt und
mit Rauschgift handeln. Und wie man sich in einer hermetisch abgeschlossenen Gruppe Respekt verschafft. Dazu muss man zum Größten und Stärksten der Gruppe hingehen und dem dann kommentarlos und ohne Vorwarnung einfach eins in die Fresse geben. So kam es, dass ich, als ich versuchte, in der Comedy-Szene Fuß zu fassen, Thorsten Sträter übel verdroschen habe. Heute können wir darüber lachen. Denn sonst weiß er, was ihm blüht. Ich hoffe, der Thorsten findet das nie raus, was ich hier mache. Jetzt kommt mein Lieblingssatz. Erstaunlicherweise hatte ich es als Sechsjähriger schwer, im Gefängnis echte Freunde zu finden. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die meisten mich nicht richtig ernst nehmen konnten. Vermutlich, weil ich der Kleinste war. Das löste in mir den dringenden Wunsch nach Anerkennung aus. Ich wollte unbedingt dazugehören. Erst nach 3 Jahren in der JVA fand ich einen Freund. Sein Name war Hans-Jürgen Gewalt. Er war 42 und ein übler Schläger. Sie nannten ihn den Beerdiger, da er früher Bestatter gewesen war. Im Grunde seines Herzens war der Hans-Jürgen ein lieber Kerl. Aber auf die schiefe Bahn war er während seiner Ausbildung zum Bestatter geraten, als er mal im Affekt jemanden beerdigt hatte. Abgesehen davon ging er eigentlich. Und dann hört es einfach auf. Es ist einfach vorbei. Ich habe aus Versehen angefangen, meine Memoiren zu schreiben. Es ist... Aber die Idee gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn dann zu meinem 30. Geburtstag schon einfach meine Memoiren rauskommen und dann stimmt nicht ein Wort da drin. So eine Lügengeschichte. Mein Name vielleicht, manchmal. Manchmal. Zwischendurch denke ich mir andere Namen für mich aus. Und über 3 Seiten heiße ich dann Rambo McPingpong Abdelbonigbahn und... Ihr habt das, also ich muss mich ja mal kurz entschuldigen, weil wenn ich manchmal über meine eigenen Witze lache, mir wurde mal gesagt, dass das arrogant rüberkommt. Ich mache das nicht, weil ich mich selber so geil finde. Ich mache das, weil mein Job mir so viel Spaß macht und ich verstehe auch die emotionale Logik nicht so ehrlich, also nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin, weil ich sitze ja zu Hause und denke mir Sachen aus, die ich lustig finde und dann soll ich aber hier so tun, als würde ich das überhaupt nicht lustig finden. Das ergibt keinen Sinn. Ich glaube, wir haben alle mehr Spaß, wenn ich auch Spaß habe an dem, was ich mache. Und die Band. Meine unsichtbare, lautlose Band. Aber das ist so ein Problem, das ich habe, dass die Leute, ich habe das Gefühl, die Leute denken manchmal, dass ich furchtbar arrogant bin. Also es wurde mir auch schon ein paar Mal gesagt. Ich muss aber zugestehen, ich sage manchmal auch aus Versehen Sachen, die mega arrogant sind. Aber aus Versehen, ich merke das dann erst selber hinterher. Das glaubt dir natürlich kein Arsch. Kein Arsch glaubt dir, dass du da aus Versehen arrogante Sachen sagst. Alle denken immer nur, was für ein Sack. Und ich möchte eine Situation mit euch teilen, wo ich aus Versehen was Arrogantes gesagt habe und mir auch erst hinterher aufgefallen ist, was ich da eigentlich gesagt habe. Das war, weiß ich nicht, vor 1,5 Jahren etwa hatte ich einen Auftritt in Duisburg und da waren 2 Mädels vom Campusradio da, von der Uni Duisburg-Essen. Und die haben mich für ihren Kulturpodcast interviewt. Und ich war mega happy, es war voll das coole Interview. Die waren total nett. Und dann haben die mir die Frage gestellt, Jan Philipp, wie gehst du damit um, wenn mal Leute deine Texte nicht gut finden? Wie gehst du damit um, wenn Leute deine Nummern und deine Sachen nicht gut finden? Und ich wollte nur was Cooles sagen, aber ich bin nicht cool. Und was dann aus meinem Mund rauskam, war, was stört es das Feuer, wenn die Hand sich an ihm verbrennt? Das war mir so unangenehm. Ich habe diesen Reflex, wenn Leute klatschen, dann muss ich mich so verbeugen. Das war mega unangenehm, als auf Balkons für Pflegekräfte applaudiert wurde. Weil ich ganze Abende in meinem Wohnzimmer stand, immer so, ich bin nicht gemeint, es tut mir leid.
Nein, aber ich habe das Gefühl, ich glaube, ich bin manchmal sozial ein bisschen inkompetent, also auch ne, mit diesen Sachen, die ich sage, die aus Versehen arrogant sind, dieses, dass ich mir zu viele Gedanken und Sorgen mache, führt dazu, dass ich manchmal sozial so ein bisschen inkompetent bin. Ich bin privat ein sehr introvertierter, ein sehr schüchterner Mensch, ich bin privat ein sehr ängstlicher Mensch. Ich weiß, das ist gerade mega die Diskrepanz für euch, weil ihr seht mich hier auf diesem Quadrat, das ist sehr extrovertiertes Verhalten tatsächlich. Es ist sehr extrovertiert, aufwendig beleuchtet zu werden und ein Mikrofon zu bekommen und dass Leute Eintritt bezahlen. So, das ist halt, dass ich sage, ihr müsst Eintritt zahlen, damit ihr mich sprechen hören dürft. Das ist mega extrovertiertes Verhalten. Introvertierte Menschen machen sowas selten. Aber ich bin privat sehr, sehr introvertiert. Ich bin sehr schüchtern, sehr zurückhaltend. Wenn Leute mich ansprechen, ist meine erste Reaktion ist, ich gerate meistens erstmal in Panik. Ich bin nämlich nie darauf vorbereitet, dass Leute mich ansprechen. Und ich rede jetzt gar nicht mal von so Sachen, wo ich auf der Straße erkannt werde, sondern so ganz normale, alltägliche Sachen. Letztens kam ich aus dem Supermarkt raus, bei mir zu Hause, und dann kam von der Seite so ein Obdachloser. Und ich möchte jetzt die Geschichte erzählen, wie ich mal gegen einen Obdachlosen gekämpft habe. Mir gefällt die Energie, die jetzt im Raum ist. Das ist... Nein, aber ich kam so aus dem Supermarkt raus, war wieder so ein bisschen in Gedanken und er kam so von der Seite so, ey, hast du mal ein bisschen Kleingeld? Und ich war, meine erste Reaktion, Und dann meine Antwort auf seine Frage, ob ich mal ein bisschen Kleingeld hatte, was aus meinem Mund rauskam, ich war auch nur Zeuge dessen. Meine Antwort auf seine Frage, ob ich mal ein bisschen Kleingeld hätte, war, nein, danke. Ich war selber innen drin schon so, das war falsch, das war nicht richtig. Und der Obdachlose sah das genauso. Der fand das auch sozial seltsam, wie ich da reagiert hatte. Und der machte dann seiner Verärgerung Luft. Also der hat dann angefangen, sich aufzuregen. Der ist richtig wütend geworden. Der meinte so, was willst du mir damit sagen? Was gibt's denn da zu bedanken? Hä? Wofür bedankst du dich denn? Was? Nein, danke. Was? Nein, danke. Und ich bin weggelaufen. Ich hatte so viel Angst, dass ich weggelaufen bin. Und die Geschichte könnte an dieser Stelle zu Ende sein, aber er ist mir hinterhergelaufen. Das war der gruseligste Moment meines Lebens. Und stellt euch das vor, wie ich dann so durch Bochum gelaufen bin, so, und ihr merkt jetzt schon, wie wenig Bock ich auf Laufen habe. Ich habe das nicht mal ordentlich nachgemacht, ich habe einfach nur so gewiggelt und dann gehofft, dass ihr versteht, was ich meine. Nee, aber da bin ich so durch Bochum gerannt und er ist immer hinter mir her. Was? Nein, danke, was? Nein, danke. Und dann war ich auf einmal im Stadtpark, stand so auf weiter Flur und wusste nicht mehr, wo ich hin sollte. Und dann bin ich auf den Baum geklettert. Weil ich so viel Angst hatte und weil man weiß, können Obdachlose ja nicht klettern. Das ist ein Vorurteil, das ist ein schlimmes Vorurteil. Und stellt euch das vor, ne? Dicker Junge sitzt oben im Baum, der Obdachlose unten immer so, was, nein, danke, was, nein, danke. Und das hat die anderen Menschen im Stadtpark so sehr irritiert, dass sie die Polizei gerufen haben. Und dann dauerte das gar nicht lange. Da kamen so zwei so breitschultrige Polizisten-Dudes, einer Anfang Mitte 20, einer Anfang Mitte 40. Und die hatten natürlich keinen Zugriff auf mich, weil ich oben in dem Baum saß. Das heißt, die haben erstmal mit dem Obdachlosen gesprochen. So, was ist hier passiert? Ich hab den nach Kleingeld gefragt und der hat gesagt, nein, danke. Und die beiden Polizisten so, hä, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Was, nein, danke? Was, nein, danke? Und dann sind alle drei immer gemeinsam im Kreis um den Baum gelaufen. Was, nein, danke gerufen. Ich habe sie von oben mit Eicheln beworfen und fuck the police geschrien. Und das ist teilweise so passiert. Nein, aber es ist im Kern sehr wahr. Ich bin privat ein sehr ängstlicher, sehr schüchterner, sehr introvertierter Typ. Und manchmal steht mir das im Weg. Ich mach mir dann so viele Gedanken und das hemmt mich dann so, weil ich schon wieder über 12 Sachen nachdenke. Wie könnte die Person das gemeint haben? Wie interpretiert die Person das, was ich gesagt habe? Was ist die Bedeutungsebene von dem, was wir beide zueinander sagen? Rette mich, Schulz von Thun. Und manchmal gerate ich dann in Situationen, also in Schwierigkeiten, obwohl ich das gar nicht beabsichtigt hatte. Ich hatte... Anfang letzten Jahres, Anfang 2021, hatte ich so eine Situation, wo mich meine soziale Unbeholfenheit in Schwierigkeiten gebracht hat, wo ich eigentlich für mich hätte einstehen müssen, wo ich mich selber hätte verteidigen müssen, wo ich aus mir heraus hätte kommen müssen. Und da war ich beim Arbeitsamt. Anfang 2021 war wegen Corona die Situation für mich so schwierig, dass ich mir einen anderen Job suchen musste, weil das ist hier meine einzige Einnahmequelle. Manchmal male ich Tattoo-Vorlagen für Leute, dann geben die mir 20 Euro. Das ist meine andere Einnahmequelle.
Und dann Anfang 2021 bin ich dann zum Arbeitsamt gegangen, in der Hoffnung, dass die mir vielleicht eine Perspektive aufzeigen können. Manchmal lachen Leute an der Stelle, weil sie schon mal beim Arbeitsamt gewesen sind. Nicht so die reichen Leute in Köln. Und die Situation beim Arbeitsamt, da habe ich einen Dialog geführt mit denen, das war so seltsam, dass ich das hinterher für euch aufgeschrieben habe. Aus dem Gedächtnisprotokoll sozusagen. Der Text heißt beim Arbeitsamt. Ich lese den Text noch vor, dann machen wir Pause. So 10 bis 20 Minuten. Danach kommt die zweite Hälfte, die wird mega geil. Das ist meine persönliche Lieblingshälfte. Und am Ende der zweiten Hälfte klatscht ihr einfach so doll, dass ich gar nicht anders kann, als eine Zugabe zu geben. Ich spreche das gerne vorher ab, einfach. Einfach damit da die Erwartungshaltung klar ist. Aber jetzt erstmal der Text, wo ich beim Arbeitsamt hätte für mich selber einstehen müssen. So, ich stelle euch vor, ich komme so rein beim Arbeitsamt, so. Hinter mir läuft so ein Typ mit einer Tuba lang, so. Das ist teuer, das ist sehr teuer, den zu bezahlen. Nein, nein, aber das steht hier nirgendwo, das war so nicht geplant. Auf jeden Fall, stellt euch vor, ich komme so rein beim Arbeitsamt, so, guten Morgen, bin ich hier richtig beim Arbeitsamt? Ja, guten Mittag, da merkt man schon, wie die Realität und ich getrennte Wege gehen. Ne? Guten Mittag, lassen Sie bitte die Maske auf. Ich habe die überhaupt nicht abgenommen. Aha, ja, Ihr Name bitte? Jan-Philipp Zimny. Aha, tipp, 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 tipp. Ja, hier habe ich Sie. Sie sind Autor und Comedian, wie? Oh, das können Sie in Ihrem Computer sehen? Ja, ich kann noch mehr sehen. Zum Beispiel Ihren Internetbrowserverlauf. Tipp, 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 tipp. Ja, heute haben Sie gegoogelt alternative Erwerbsmöglichkeiten für Comedians. Dann, wie investiert man in Aktien? Dann, was sind Aktien? Dann, wie macht man einen OnlyFans-Account? Dann, du weißt gar nicht, wofür du da jubelst. Also. Dann haben sie relativ schnell gegoogelt Arbeitsamt Bochum Öffnungszeiten und dann haben sie ziemlich lange etwas gegoogelt namens Poolparty turns into an Orgy. Ja, ich will schwimmen gehen, deswegen. Aha, sind Sie sicher, dass Sie sich das erlauben können? Den Eintritt fürs Schwimmbad? Ich guck mal gerade auf Ihr Konto. Tipp, 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 tipp. Ja, dachte ich's mir doch. Die letzte Einzahlung auf Ihrem Konto war vor über 5 Monaten. Corona-Soforthilfe. 3,90 €. Ja, aber das muss ich zurückzahlen. Ich hab keine Fixkosten. Ich kannte das Wort nicht mal vorher. Und hier eine Ausgabe auf Ihrem Konto. 980 € an www.pokemonkartensammelnonline.de. Ja, ich sammle gern Pokémon-Karten, was soll ich machen? Und hier noch eine Ausgabe, 300 € an Rewe, Verwendungszweck für Kinderpingui. Sagen Sie mal, wie alt sind Sie? Ich werde jetzt bald 28. Ah, kann ich meinen Personalausweis sehen? Ach, das zeigt Ihnen Ihr Computer nicht, oder was? Jetzt werden Sie mal nicht frech hier. Ich kürze Ihnen ratzfatz die Bezüge. Ich bekomme gar keine Bezüge, deswegen bin ich ja hier. Ich rufe jetzt den Sicherheitsdienst. Na gut, hier, mein Personalausweis. Aha. Das sollen Sie sein. Ja, wieso denn? Ja, Sie sind viel fetter als auf dem Bild, deswegen. Ja, das wegen der Kinderpingui. Ich hab in einer Sitzung 38 Kilo zugenommen. Es war sehr schwierig, aber dafür stehe ich jetzt im Guinness-Buch der Rekorde. Aha. Ach, Sie heißen gar nicht Jan-Philipp Zimny? Nee, das ist nur ein Künstlername. Aha. Hier steht, in Wahrheit heißen Sie Jan-Piotr Dzimniczny. Jan-Piotr Dzimniczny. Dzimniczek heiße ich. Ah, Dzimniczek. Sie sprechen aber gut Deutsch. Ich hab nichts anderes gelernt. Ja, das sehe ich hier. Tipp, 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 tipp. Sie haben Abitur? Ja. Und, welcher Schnitt? 7. 7? Ja, oder vielleicht sogar 9, ich weiß nicht. Ich weiß nur noch, dass alle erst sehr überrascht und dann sehr wütend waren. Ich schreibe mal kein Abitur, ne? Und dann haben Sie 5 Semester lang studiert, steht hier. Was haben Sie gemacht? Was ich gemacht habe? Wenn ich ehrlich bin, ich habe hauptsächlich überbacken in der Zeit. Ah, ich verstehe, Überbackungswissenschaft.
Und, welcher Abschluss? Ich habe abgebrochen, es war mir zu schwierig. Ich bin an der Bechamel gescheitert. Ja, Herr Žižek, ich weiß jetzt nicht, was ich mit Ihnen machen soll, wenn ich ehrlich bin. Ne? Sie haben keine Ausbildung, kein Studium, kein Abitur und so wie Sie aussehen. Wieso? Ich sehe doch ganz normal aus. Ja, ich sag ja nur. Was denn? Ja, ich sag ja nur. Ja, aber was sagen Sie denn nur? Ja, man sieht Ihnen das ja auch an. Was? Worum geht's denn jetzt? Nö. Ist schwierig. Was hatten Sie sich denn vorgestellt? Ja, meinen Sie jetzt als Beruf oder was? Ja, natürlich als Beruf. Oder glauben Sie, ich frage Sie, ob Sie sich in Ihrem Leben schon mal was vorgestellt haben? Was für einen Beruf könnten Sie sich denn vorstellen? Ja, also ich kann mir viele Berufe vorstellen. Ein Beruf, den ich mir vorstellen kann, ist zum Beispiel Überraschungszahnarzt. Überraschungszahnarzt, wie geht das denn? Ja, ich klingel dann bei den Leuten. Und dann machen die so auf, so, ach, guten Tag, junger Mann, was können wir denn für Sie tun? Und ich sag, Mund auf. Ich bin der Überraschungszahnarzt. Und dann sagen die, aber wir haben gar keinen Termin gemacht. Und dann sage ich, das ist genau die richtige Einstellung. Herr Žižek. Zimni heiße ich. Herr Tschernobok. Sie sollen sich hier keine Berufe ausdenken. Ja, ich sag ja nur, Sie sollen mir sagen, in welchem Beruf Sie gerne arbeiten würden. Ja, ich würde vielleicht gerne mit den Händen arbeiten. Ah, das bringt uns doch vorwärts. Ja, tipp, 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 tipp. Ja, da habe ich was für Sie. In einem Nagelstudio. Nein, ich meinte mit meinen Händen, nicht mit anderen Leuten Händen. Ja, genau, und zwar im Nagelstudio Kralle. Als Abschleifer. Als Abschleifer? Wie geht das denn? Ja, Sie müssen dann die verknöcherten Fingernägel alter Dame mit der Flex abschleifen. Das klingt aber interessant. Sehr schön, dann mache ich das für Sie fertig. Sie müssen dann jeden Morgen um 5 Uhr anfangen. Herr Schaschlik? Herr Schaschlik, wo laufen Sie denn hin? Und dann hört man nur die Türe knallen. Habt eine schöne Pause, bis gleich. Tschüss. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich so cool bin. Das liegt an dem Gürtel. Das ist der weiß-gelbe Gürtel im Judo. Danke. Danke. Wenn man anfängt, bekommt man den weißen geschenkt. Der weiß-gelbe ist der erste, den man sich erarbeiten muss. Ich habe mir den Gürtel vor ein paar Wochen bei Amazon bestellt und zwar war ich beim Aufräumen. Ich habe beim Aufräumen was gefunden, das möchte ich euch gerne zeigen. Urkunde! Jan-Philipp Zimny, aufgrund der gezeigten Leistung gemäß den Bestimmungen des Nordrhein-Westfälischen Dahn-Kollegiums e.V. nach bestandener Prüfung am 25. Februar 2000 den 8. Kyo-Grad im Judo erworben, mit der Berechtigung und Verpflichtung, den weiß-gelben Gürtel zu tragen. Deswegen trage ich den jetzt. Ich will das eigentlich gar nicht. Ich muss das machen. Ich hab den jetzt 22 Jahre nicht getragen und ich glaube, dass da eine horrende Summe an Mahngebühren, Verspätungszuschlägen, und das wird sich im Bereich von einigen 10.000 Euro bewegen und das habe ich einfach nicht und deswegen trage ich jetzt den Gürtel, damit das Nordrhein-Westfälische Dahn-Kollegium e.V. mir nicht mehr auf den Fersen ist. Ja.
Das war das. Hat er jetzt für den einen lahmen Gag extra einen Gürtel bei Amazon gekauft? Ja. Und damit herzlich willkommen in der zweiten Hälfte. Es geht weiter! Die Band. Auch in der zweiten Hälfte die Band. Der Gürtel hat aber eine Sache in meinem Leben verändert. Und zwar traue ich mich jetzt mehr. Ich traue mich mehr, für mich selber einzustehen. Ich mache mir weniger Gedanken, wenn ich das Gefühl habe, ich muss mal wütend sein, ich muss mich mal aufregen. Jetzt habe ich das Gefühl, ich kann mich auch mal echauffieren, wenn jemand was macht, was ich doof finde. Ich werde zum Beispiel im Supermarkt, an der Kasse, werde ich immer nach meiner Payback-Karte gefragt. Und ich habe keine. Und ich würde mich so gern mal aufregen. Wer von euch hat auch keine Payback-Karte? Wow, so viele! Wer von euch findet das auch mega nervig, wenn ihr an der Kasse nach der Payback-Karte gefragt werdet? Ja, das ist mega nervig. Ich finde das auch unglaublich, dass die sich das nicht merken können. Das ist... Da würde ich mich gerne mal aufregen. Ich habe alles, was ich gerne mal sagen würde an der Kasse, habe ich aufgeschrieben. In einem Text, den möchte ich euch gerne vorlesen. Das sind 18 Seiten ungefähr. Da sind wir schnell durch. Der Text trägt den Titel Die Rachekarte. Das ist das, was Payback-Karte auf Deutsch bedeutet. Nun, stell euch das vor, Ich habe kurz gedacht, es fängt an zu rechnen. Also stellt euch das vor, ich bin im Supermarkt an der Kasse, so die Produkte laufen so über das Band, so bip, bip, bip. Dann kommt die Kassiererin so, ja, das macht 56,80 Euro. Haben Sie eine Payback-Karte? Nein! Nein, ich habe keine Payback-Karte. Jedes Mal, wenn ich hier einkaufe, fragen Sie, ob ich eine Payback-Karte habe. Und noch nie hatte ich eine. Seit 3 Jahren komme ich 2-mal die Woche hierher. Bei 52 Wochen im Jahr sind das 312 Mal. 312 Mal haben Sie mich jetzt gefragt, ob ich eine Payback-Karte habe. Und 312 Mal habe ich Nein gesagt. Wird sich auch nicht ändern, wenn Sie mich noch 312 Mal fragen. Tatsächlich ist es so, je öfter ich gefragt werde, ob ich eine Payback-Karte habe, desto weniger Bock habe ich auf eine Payback-Karte. Was ist da los? Instagram zeigt mir auch schon seit Monaten eine Werbung für Notizpapier aus Steinmehl. Was soll das denn? Je öfter ich das sehe, desto weniger will ich das Zeug haben. Das ist genau der gegenteilige Effekt, den Werbung haben soll. Aber bei Instagram weiß ich wenigstens, dass der Algorithmus die Werbung auf Basis meiner Interessen anzeigt. Hier im Supermarkt ist mir völlig schleierhaft, warum Sie mich überhaupt fragen. Ist jetzt nicht so, dass Einkaufen zu meinen Interessen gehören würde. Oder glauben Sie, ich komme freiwillig hierher? Weil ich so gerne Cornflakes-Boxen angucke oder was? Oder weil ich so gerne in der Gegenwart von Kühlregalen bin, weil die mich an meinen Onkel Michael erinnern. Onkel Michael litt unter Blutarmut und hatte immer sehr kalte Hände, deswegen. Nein, ich komme nicht freiwillig hierher. In diese Verkaufshölle, wo vom Ein- bis zum Ausgang alles dafür designt ist, mich verkaufspsychologisch dazu zu manipulieren, noch mehr Scheiße zu kaufen, die ich nicht haben will. Wo die Gerüche und das Licht und die permanent im Hintergrund dudelnde Musik in meinem Gehirn einen ewigen Kindergeburtstag der Gewalt feiern. Und wenn ich mich nach Monaten an den ganzen Dreck gewöhnt habe, gehen Sie her und räumen alle Regale um. Dann kann ich von vorne anfangen, mich zu gewöhnen. Nein, ich komme nicht freiwillig hierher. Ich komme her, weil ich muss. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass ich in Ruhe und Frieden meinen Einkauf abwickeln kann, ohne jedes Mal von derselben ergebnislosen Frage belästigt zu werden. Als ob ich in einem von Kafkas Albträumen gefangen wäre. Ich habe keine Payback-Karte, ich will keine Payback-Karte. Und wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht mal genau, was eine Payback-Karte ist. Kann ich da jetzt bei jedem Einkauf Punkte sammeln, die ich am Ende gegen hirnrissige Prämien eintausche? Wie eine aufblasbare Luftpumpe zum Beispiel. Oder ein Tortenheber speziell für Linkshänder. Oder Psychopharmaka, die verhindern, dass der Laden in Luft sprenge. Alles, während irgendein windiger Konzern Daten über mein Kaufverhalten sammelt. Und darüber darf ich mich eigentlich nicht mal aufregen, weil ich benutze ja auch Amazon und Instagram und Facebook. Obwohl niemand mehr Facebook benutzt. Außer Rechtsradikalen und Spinnern. Und Rechtsradikalen, Spinnern und Muttis.
bei denen man hofft, dass die es einfach nicht besser wissen. Wenn ich mich bei Facebook einlogge, bekomme ich sofort von Mark Zuckerberg eine persönliche Nachricht, in der er sich dafür bedankt, dass ich der letzte normale Mensch auf Facebook bin. Worüber habe ich mich gerade nochmal aufgeregt? Die Verkäuferin schaut mich mit einem Glas... Der Kontrast. Die Verkäuferin schaut mich mit einem glasigen Blick an. Auf ihrer Brust heftet ein Schild mit der Aufschrift Frau Koselewski. Dann bricht es aus ihr heraus. Jetzt pass mal auf, du Otto! Glaubst du, ich merke mir jedes von euch 2000 Arschlöchern, die ihr am Tag hier durchkommt? Für dich bin ich die eine Olle, die immer an der Kasse sitzt, ja. Aber für mich bist du ein beliebiger Motherfucker. Der ein bisschen aussieht wie Ed Sheeran. Aus einer ganzen Armee von gesichtslosen Motherfuckern, die am Tag durchmarschieren. Und ihr geht mir alle so schnell an meinem Arsch vorbei, dass ihr nicht mal merkt, dass es stinkt. Wenn ich hier abends rausgehe, habe ich vergessen, dass du jemals existiert hast. Also blast dich mal nicht so auf, du Vitaminmangelerscheinung, du. Außerdem glaubst du, das ist mein Hobby, dich nach deiner verfickten Payback-Karte zu fragen oder was? Das ist Vorschrift, ich muss das machen. Ob du achtes Weltwunder der Beschissenheit, eine Payback-Karte hast oder nicht, ist mir egaler als alles, was beim Bachelor passiert ist. Und abschließend, von dem Typen, der nicht mal die Eierstöcke in der Hose hat, sich in echt an der Supermarktkasse aufzuregen, sondern den ganzen Scheiß zu Hause aufschreibt und das dann auf einer Bühne vorliest, um das so rollenspielmäßig ausleben zu können, lass ich mir schon mal gar nichts sagen. Also am besten hältst du jetzt die Schnauze und zahlst die 56,80 Mark. Ja, ich sag Marc, schreib doch einen Text drüber. Aus der Schlange hinter mir brandet tosender Applaus auf. Ich halte die Schnauze und zahle, denn Frau Koselewski hat recht. Und nun 5 Tipps, wie du an der Kasse nicht mehr nach deiner Payback-Karte gefragt wirst. Nummer 4 wird dich überraschen. Tipp 1. Trage ein T-Shirt mit der Aufschrift, nein, ich habe keine Payback-Karte. Dann muss man an der Kasse nur noch ganz einfach, so mega umständlich, den Pullover ausziehen. Tipp 2. Gib statt deiner Payback-Karte einfach eine selbstgebastelte andere Karte raus. Zum Beispiel eine Einladungskarte. Willst du zu meinem Geburtstag kommen? Ja, nein, wer bist du überhaupt? Tipp 3. Hab folgenden Dialog an der Kasse. Haben Sie eine Payback-Karte? Ja. Wollen Sie die auch benutzen? Nein. Tipp 4. Wenn man einen Spritzer Zitronensaft über Guacamole gibt, wird die nicht so schnell braun. Tipp 5. Tipp 5. Der Radiowecker zeigt 2.38 Uhr. Langsam beugst du dich über das schlafende Gesicht von Frau Koselewski. Und dann flüsterst du: Haben Sie eine Payback-Karte, Frau Koselewski? Danke sehr! Was ich bemerkenswert finde an der Nummer ist, ich könnte ja wenigstens die Streitgespräche, die ich in meiner Fantasie führe, gewinnen, aber... Was soll ich machen? Die Frau hat recht. Was soll ich machen? Ich verbringe viel Zeit damit, mich auf Streitgespräche vorzubereiten, die niemals eintreten werden. Ich verbringe ganze Dusch-Sessions damit, Streitgespräche vorzubereiten. Letztens habe ich geduscht und darüber nachgedacht, was wohl meine Argumente wären, wenn ich im Park überfallen werde.
Und das wird ja auch beliebig absurd. Ne? Also ne, fängst du an, damit, darüber nachzudenken, wie verhalte ich mich, wenn ich im Park überfallen werde? Wie können wir den Konflikt gewaltfrei lösen? Und dann ne, wird das immer absurder. Du steigst immer tiefer hinab. Und dann habe ich mich dabei ertappt, wie ich darüber nachgedacht habe, was wohl meine Argumente wären, wenn ich im Park überfallen werde, von einem Mann ohne Waffe. Also von jemandem, der eine Bitte an mich richtet. Das ist... Und da merkt ihr, ne? Ich bin so, Menschenhilfe. Aber seit ich halt den Gürtel habe, traue ich mich viel mehr. Ich muss weniger Streitgespräche vorbereiten. Es gelingt mir, in echte Konflikte reinzugehen. Es gelingt mir auch, Sachen zu machen. Also ich habe halt festgestellt, ich mache mir so viele Gedanken, ich mache mir so viele Sorgen. Ich mache so viele Dinge nicht. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte Sachen ausprobieren und deswegen möchte ich heute Abend die Gelegenheit nutzen, über ein Thema zu sprechen, das ich bisher ausgespart habe auf Bühnen. Und das ist das Thema, ich habe das vorbereitet, das ist das Thema Politik. Oh, diese Begeisterung. Ich glaube, das ist genau aufgrund dieser Begeisterung wichtig, dass wir darüber reden. Ich habe das in der Vergangenheit immer sehr doll ausgespart. Ich bilde mir ein, dass durch einige meiner Texte meine politische Haltung durchschimmert. Aber ich habe mich halt nie hingestellt und explizit dezidiert was dazu gesagt. Und das möchte ich mal versuchen. Weil ich habe festgestellt, der Grund, warum ich bisher nichts dazu gesagt habe, ist, ich interessiere mich nicht dafür. Und ich kenne mich nicht sonderlich gut damit aus. Und dann ist mir aufgefallen, dass das zwei Sachen sind, die ich gerne vorschiebe, weil ich eigentlich mich fürchte. Ich habe eigentlich Angst, was dazu zu sagen. Weil wenn ich habe das Gefühl, wenn ich euch hier nicht der Weisheit letzter Schluss präsentiere, dann richte ich mehr Schaden im allgemeinen Diskurs an, als dass ich dazu beitrage. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, wenn ich euch hier nicht der Weisheit letzter Schluss präsentiere, dann kommen fiese Menschen auf Twitter und canceln mich für immer weg. Da Twitter nun aber kaputt ist, kann ich endlich mal was zu dem Thema sagen. Weil ich glaube, dass ich tatsächlich was beizutragen habe. Denn obwohl ich mich nicht damit auskenne, obwohl ich mich nicht dafür interessiere und obwohl ich eigentlich Angst davor habe, vor dem Thema. Ich meine, wie sollte ich nicht Angst davor haben? Da müssen reale Entscheidungen getroffen werden. Die haben reale Konsequenzen für die Lebenswirklichkeit von vielen, vielen Menschen. Und ich weiß nicht, ob das über den Abend aufgefallen ist, aber die Realität und ich, wir begegnen uns nur selten. Und selbst dann grüßen wir uns nicht. Also es ist... Und obwohl das alles zutrifft, bin ich zu jeder Wahl gegangen, zu der ich, hätte fast gesagt, eingeladen wurde. Das ist nicht das richtige Wort in dem Zusammenhang. Zu der ich aufgefordert wurde. Weil ich das für das blanke Minimum halte, was man tun muss, wenn man in einem demokratischen oder Teil eines demokratischen Systems ist. Dann ist zur Wahl zu gehen und zu wählen so das Minimum, was man leisten muss, um sich an einem demokratischen Prozess zu beteiligen. Es gibt viele schöne Dinge, die man darüber hinaus tun kann, die wichtig sind und gut sind. Aber wählen gehen ist so das blanke Minimum. Und jetzt könntet ihr euch natürlich mit einiger Berechtigung fragen, aber Jan Philipp, wie wählst du denn, wenn du dich nicht dafür interessierst, wenn du dich nicht damit auskennst und wenn du dich sogar dafür fürchtest? Wie triffst du eine Wahl, welche Entscheidung du, welche Partei du wählen möchtest? Und das ist der Punkt, wo ich vielleicht doch was zum Diskurs beitragen kann. Weil vielleicht geht es Leuten von euch genauso. Vielleicht habt auch ihr Angst oder interessiert euch nicht oder seid überfordert und möchtet aber trotzdem zur Wahl gehen. Für euch habe ich einen Tipp. Einen Top-Tipp. Ein Lifehack. Wenn ich zur Wahl gehe, ich mache das so, ich gehe in die Wahlkabine mit einem Würfel. Und dann würfel ich das einfach aus. Und egal, was der Würfel mir sagt, das wähle ich dann. Ich schließe die AfD von vornherein aus, weil das ein menschenverachtender Drecksverein ist, die kann man nicht wählen. Das war der leicht verdienteste Applaus, den ich jemals bekommen habe. Ich muss das nicht mal begründen. Lass es mich trotzdem versuchen. Dass mit der AfD in Kopf und Herz wenig los ist, wurde schon viel diskutiert. Du merkst das an allem, eigentlich an allen Ecken und Enden. Ich merke es häufig, also ich merke es mit Vorliebe an den Zwischenfragen, die im Bundestag stellen. Die AfD hat so eine ganz eigene Art und Weise, Zwischenfragen im Bundestag zu stellen. Das ist so, ne, stellt euch vor, im Bundestag wird diskutiert und Thema ist Steuern,
Steuern, ja oder nein. So, und sollen Steuern allgemein passieren oder eher nicht so? Und ne, dann gibt es ein Für und Wider, die Leute reden miteinander und diskutieren über das Thema. Und dann steht jemand von der AfD auf und sagt, der Blitz hat in mein Haus eingeschlagen und meine Hose riecht nach Suppe. Kann mir die Bundesregierung bitte erklären, wie Ausländer daran schuld sind? Ne? Also du merkst relativ schnell, inhaltlich ergibt das keinen Sinn und nur in den seltensten Fällen hat das was überhaupt mit der Diskussion zu tun, die gerade geführt wird. Letztens haben die irgendwann so gefragt, liebe Bundesregierung, könnt ihr uns mal bitte sagen, was so die Top-Vornamen bei Leuten bei Messerstechereien, bei Messerverbrechen sind? Und das ist natürlich klar, worauf die hinaus wollten. Und dann wurde das erforscht und dann war so Michael, Stefan, Germanicus, German. In your face, AfD. Ich mag auch nicht die Leute, die der AfD artverwandt sind. So ganze Reichsbürgergedöns, das finde ich ziemlich doof. Die Querdenker finde ich nicht, also die mag ich überhaupt nicht. Ich habe immer so das Gefühl, bevor man anfangen kann, quer zu denken, muss man erstmal lernen zu denken. Das wäre mal vielleicht ein Anfang. Wen ich auch nicht mag, sind so die Flache-Erde-Leute. Wobei, die finde ich eigentlich eher witzig. So. Flache-Erde-Leute finde ich mega witzig, weil die so fleißig sind. Die sind so fleißig, die machen ständig Experimente. Das kannst du bei YouTube sehen, dann bauen die so Experimente auf. Und die Experimente, die sich ausdenken, sind gar nicht schlecht. Weil immer wieder rauskommt, dass die Erde rund ist. Ist so klar. Das ist so, als wenn du mit 120 Sachen auf die Intelligenz zufährst und dann 99 Grad so abbiegst. Und du kannst dir das bei YouTube ansehen, dann bauen die ihre Experimente auf und sind so ganz stolz und sagen so, ja, hey, wir haben jetzt uns dieses Experiment ausgedacht. Wenn bei diesem Experiment A herauskommt, bedeutet das, die Erde ist flach. Yay! Wenn bei dem Experiment aber B herauskommt, bedeutet das, die Erde ist rund. Oh, bui. So, dann kommt natürlich B heraus und dann sind die ernsthaft so, ja, das beweist, das Experiment war scheiße. Das ist so eine ganz eigene Logik. Da können wir normale Menschen gar nicht folgen. Das Gehirn muss so ganz glatt sein. Da darf nicht eine Falte im Gehirn sein, damit du das nachvollziehen kannst. Also die AfD wähle ich nicht. Das ist das, was ich sagen möchte. Das, was ich auch so. Davon abgesehen wähle ich aber alles, was der Würfel mir sagt. Ich gehe in die Wahlkabine, ich rolle den Würfel und was immer der Würfel mir sagt, das wähle ich dann außer der CDU. Weil... Ich verstehe Konservativismus nicht so richtig. Ich bin kein konservativer Mensch. Dieses Zurückwollen in die Vergangenheit, dieses Bewahren alter Werte, dieser Wunsch der Rückkehr in die Vergangenheit, ergibt für mich wenig Sinn. Ich habe 4 Semester Physik studiert. Ich habe allein durch Beobachtung festgestellt, dass die Zeit vorwärts läuft, in die Zukunft. Da ist Zurückwollen so ein bisschen idiotisch. Das ist so, als würdest du gegen Schwerkraft protestieren. Und da sind wir auch nicht mehr weit von entfernt. Gegen Schwerkraft. Schwerkraft ist eine Lüge, ich werde unterdrückt von der Schwerkraft. Und seien wir ehrlich, viele Leute in der CDU sehen einfach aus wie böse Vermieter. Viele Leute in der CDU haben so diesen Charme, diese Energie, diesen Vibe, als würden die dienstags morgens schon vor dem Frühstück deine Wohnungstür eintreten. So, puff, dienstags essen wir in diesem Haus zum Frühstück Leberwurst. Ich kann den veganen Brotaufstrich bis unten hören. Da habe ich keinen Bock drauf. Es gibt nur 2 Leute in der CDU, die nicht aussehen wie böse Vermieter. Das ist Philipp Amthor. Weil er aussieht wie der älteste junge Mann, den ich jemals gesehen habe. Und der andere, der in der CDU nicht aussieht wie ein böser Vermieter, ist Armin Laschet. Und das liegt daran, dass er aussieht wie ein Vollidiot. Das tut mir voll leid, ich kenne den Mann nicht.
Aber wenn ich ihn angucke, habe ich so, das, er hat so eine Trottelausstrahlung, er hat so eine Dorftrottelausstrahlung, als würde er abends so sein, wenn er kommt er nach Hause in sein Dorf, setzt sich so einen Strohhut auf und läuft so durch die Straßen und stolpert so und alle sind so ha 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 ha. Tja, Armin. Das ist ein bisschen gemein, es tut mir leid. Ich versuche das anders auszudrücken. Wenn ich Armin Laschet sehe, habe ich nicht das Bedürfnis zu sagen, oh ja. Oh ja, bitte regier mich, Daddy. So wie ich das bei Angela Merkel hatte. Und nein, wenn ich Armin Laschet sehe, habe ich das Bedürfnis, zwischen seinen Beinen an der Schnur zu ziehen und dann macht er so. Ich krieg so Hampelmann-Vibes von dem. Also CDU wähle ich nicht. Davon abgesehen wähle ich aber alles, was der Würfel mir sagt, außer der FDP, weil... Ich mach das gnadenlos weiter, ne? Wenn ihr klatscht, ich verbeuge mich. So. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gute Transferleistung. Sehr schön, sehr schön. Die Band. Alles, damit wir nicht über die FDP reden müssen, ne? Kennt ihr das Video, wo jemand so einem Schimpansen so eine Kalaschnikow in die Hand gedrückt hat? So fühle ich mich gerade. Ich wähle die FDP deswegen nicht, weil ich nicht an Neoliberalismus glaube. Ich stimme mit einem der 10 Gebote des Neoliberalismus nicht überein. Also es ist sehr bewusst so formuliert, dass ich glaube nicht an Neoliberalismus. Das ist für mich eine Glaubensfrage, weil ich an das erste der 10 Gebote des Neoliberalismus schon nicht glaube. Das ist, der Markt reguliert sich von alleine. Da glaube ich nicht dran. Der Markt reguliert sich von alleine, hat für mich dieselbe Energie wie der liebe Gott hat einen Plan. Das ist derselbe Appell an eine höhere Macht, die außerhalb unserer Kontrolle liegt, die wird schon alles zum Guten wenden. Ob das jetzt der liebe Gott ist oder die sich selbst regulierenden Strukturen des Marktes, ist egal. Ich glaube daran, dass wir uns kümmern müssen. Ich glaube daran, dass wir Dinge in die Hand nehmen und uns Mühe geben müssen, damit die Dinge gut werden oder zumindest gut bleiben. Ich glaube, dass wir Leute wählen sollten, die Sachen sagen wie, hey, kennt ihr die kaputte Schaukel auf dem Spielplatz 3 Straßen weiter? Lass mal jetzt losgehen und die reparieren. Und nicht Leute wählen, die Sachen sagen wie, der Spielplatz reguliert sich von alleine. Wenn die Nachfrage groß genug ist, wird die Schaukel ein Angebot. Dann kostet Schaukeln 1,50. Also die wähle ich nicht. Davon abgesehen wähle ich alles. Ne? So ist Wahltag, ich gehe in die Wahlkabine, ich rolle den Würfel und was immer der Würfel mir sagt, das wähle ich dann außer der SPD, weil... Guck mal, schon kein Applaus mehr an der Stelle. Das ist auch... Ist beruhigend auch irgendwie. Nein, also wir könnten uns jetzt darüber unterhalten, dass die grundlegende Wähleridentität der SPD ausstirbt. Das ist das Arbeitertum, das ist im althergebrachten Sinne die Hauptwählerschaft der SPD. Das gibt es immer noch, aber die Leute identifizieren sich nicht mehr so. Da könnten wir uns drüber unterhalten. Ja, das wäre interessant, sich darüber unterhalten. Ich wähle die SPD nicht, weil ich glaube, dass die verflucht sind. Ich glaube, die SPD ist verflucht. Weil die können machen, was sie wollen. Schon seit Jahren können die machen, was sie wollen. Die verlieren Wählerstimmen. Das ist immer, manchmal wirkt das wie so eine alte Bauernregel. So, morgens geht die Sonne auf, die SPD verliert Zuspruch. Das ist spooky. Das kann man doch nicht wählen. Die SPD zu wählen ist so ein bisschen so, als würdest du bei Pferderennen auf ein Pferd wetten, das sich in der Startbox selbst die Beine abkaut. Also die wähle ich nicht. Davon abgesehen wähle ich alles, außer den Grünen, weil
Eigentlich, pass auf, eigentlich sind die Grünen relativ nah an meinem Herzen gesiedelt. Gerade ich als Waldschrat habe... Ja, ehrlich, das wirkt doch so, wenn ich nicht auf der Bühne stehe, wirke ich doch so, als würde ich sonst so aus dem Unterholz hervorbrechen, so. Beantworte meine drei Rätselfragen. Und mein Schatz soll dir gehören. Dann verschwinde ich wieder ins Unterholz. Ohne die Fragen zu stellen, also es ist einfach nur Verwirrung. Ich hatte mir vor der letzten Bundestagswahl fest vorgenommen, die Grünen zu wählen. Ich bin dann kurz vor der Wahl davon abgerückt, weil ich kurz vorher ein Date hatte. Ich hatte ein Date mit einer jungen Dame und ich fühle mich gerade ein bisschen unwohl. Ich weiß nicht, warum mir das gerade so wichtig war, zu betonen, dass das eine junge Dame war. Weil jetzt fühle ich mich gerade so, als würde ich sonst nur so Omas daten. Also, nicht, dass da irgendwas falsch mit ist, aber ich habe jetzt so gerade das Gefühl, als würde ich vor dem Altersheim rumlungern, so. Komm mit, Frau Koselewski, wir gehen in den Club. Das ist sehr lieb von Ihnen, Herr Zimni, dass Sie mit mir in den Club gehen. Da kann ich mal wieder meinen Booty shaken. Wissen Sie, wann ich das letzte Mal getwerkt habe, Herr Zimni, da war Adenauer noch, was immer er gemacht hat. Ich weiß das gar nicht mehr. Das war so auch nicht geplant. Das war so. Ich stehe hier auch nirgendwo. Nein, ich war auf einem Date mit einer normalen Frau meines Alters. Und bei diesem Date hat mir ein Vogel auf den Kopf geschissen. Und mein Date hat sich seitdem nicht mehr bei mir gemeldet und deswegen hasse ich die Natur. Deswegen habe ich die Grünen nicht gewählt, weil ich bin jetzt pro Klimawandel. Ich will, dass das hier alles wegkommt. Das ist ja alles, der ganze Planet soll nur noch Parkplatz sein. Das muss alles versiegelt werden und in der Mitte steht ein McDonald's. Und in dem McDonald's sitzt Olaf Scholz und weint und isst einen Pullover. Und so stelle ich mir die Welt vor. Olaf Scholz, diese menschgewordene Abwesenheits-E-Mail. Nur oberflächlich alles. Ich habe nicht eine Sache inhaltlich. Ist das schon Kabarett? Ich weiß es nicht. Hilfe! Meine Mama soll mich abholen. Also die Grünen wähle ich auch nicht. Dann gibt es eigentlich nur noch eine Partei, die übrig bleibt, also eine erwähnenswerte. Es gibt noch natürlich so ganz viele kleine, so Manfred möchte nicht, dass eine Schnellstraße durch seinen Vorgarten gebaut wird. Partei. Es gibt noch eine erwähnenswerte, die Piraten sind auch mittlerweile gesunken einfach. Ich glaube, die sind einfach, niemand hat mehr was von denen gehört. Die Linke ist noch übrig. Die Linke ist relativ nah an meinem Herzen gesiedelt eigentlich. Ich kann die Linke aber aus persönlichen Gründen nicht wählen, weil im Kindergarten habe ich mal Lego von zu Hause mitgebracht. Mein privates Eigentum. Damit wir alle damit spielen können. Ein solidarischer Gedanke. Ein linker, fast ein kommunistischer Gedanke. Ich habe mich quasi selbst enteignet. Ne, ich habe also mein Lego allen zur Verfügung gestellt, damit wir damit spielen können. Und dann hat ein Junge aus meiner Kindergartengruppe, der Martin Hüser, der hat... Ich sag den Namen, weil er ein Arschloch ist. Der hat mein Lego genommen und das im Klo runtergespült. Ja. Und der war Linkshänder. Und deswegen... Ich gehe also in die Wahlkabine mit meinem nullseitigen Würfel. Das ist nicht mal ein Möbiuswürfel. Hätte ja noch eine Oberfläche. Und dann male ich einfach meinen eigenen Namen auf das Papier. Und dann hoffe ich, wenn das genug Leute machen, werde ich direkt zum Amt des Bundeskanzlers durchgereicht. Und dann...
so stelle ich es mir vor. Um das Thema Politik gebührend abzuschließen, habe ich ein kleines Referat vorbereitet, das ich euch mit Hilfe meiner Präsentation zeigen möchte. Und zwar ein kurzes Referat zum Thema Politik. Hier sind Fakten, da ist ein Graf und das erklärt sich von alleine. Und damit das Thema. Ich muss einmal zurückgehen. Ja, ist richtig. Ich möchte zum letzten Themenkomplex des heutigen Abends kommen. Es ist das Thema Liebe und Sexualität. Ich habe gerade diesen Moment Stimmbruch. Ich muss aber auch gestehen, ich habe das gesagt wie so ein Grundschulreferendar, der so Sexualkundeunterricht mit den Kindern machen muss und selber so ein bisschen nervös ist. Hey Leute. Um das Thema gebührend einzuleiten, habe ich eine erotische Kurzgeschichte geschrieben. Sie trägt den Titel Hot Stuff. Und ich setz die Sonnenbrille auf, das ist mehr sexy. Ich stimme euch zu. Als ich meine Wohnungstür öffnete, stand sie vollkommen nackt vor mir. Ihre Augen warfen mir einen dieser Schlafzimmerblicke zu, die sagen sollen, nimm mich jetzt, denn später muss ich noch zum TÜV. Also mach hinne, du Eumel. Eine Weile lang genoss sie, wie ich ihren entblößten Körper betrachtete. Das musste arschkalt sein im Treppenhaus. Niemand sprach ein Wort. Schließlich gurrte sie, Jan Philipp, ich will, dass du mich reinbittest, ins Schlafzimmer führst und mich mit Batterien bewirfst. Eine Frau, die wusste, was sie will. Langsam stellte ich meine Aldi-Tüte ab und mit einem sanften Crunch zerbröselten die Tuckkekse, die lose darin herumlagen. Fuck. Die hatte ich eigentlich noch essen wollen. Dann blickte ich ihr direkt in die Augen und sagte, wer bist du? Meine Frage schien sie zu verärgern. Sie stemmte die Hände in die Hüften und knickte mit dieser leicht nach rechts ein. Das sah schon sehr gut aus. Im Punkto Ästhetik kann der männliche Körper oft einfach nicht mit dem weiblichen mithalten. Besonders das männliche Genital sieht aus wie ein Oktopus, der in einen schlimmen Autounfall geraten ist, sodass nur ein einzelner Tentakel übrig geblieben ist. Wer auch immer Bock hat, sich freiwillig mit sowas auseinanderzusetzen, hat unabhängig von Geschlecht oder Sexualität einfach Respekt verdient. Das ist meine Meinung. Hast du mir zugehört, Jan Philipp? Ihre schneidende Stimme riss mich aus meinen Gedanken. Nein. Ich habe darüber nachgedacht, dass Penisse aussehen wie aggressive Edelsalamis, die aus haarigen Lederbeuteln ragen. Und das wäre auch ein guter Name für eine Punkband. Was? Was? Eine verwirrte Stille legte sich über das Treppenhaus. Durchbrochen wurde diese Stimme erst von der Omi von gegenüber, die ihre Türe öffnete, aufschrie und die Tür sofort wieder zuschmiss. Ich hab dich gefragt, Jan Philipp, ob das nicht egal ist, wer ich bin. Du willst mich doch bestimmt so oder so, sagte sie, während ein suffisantes Lächeln ihre vollen Lippen umspielte. Fand ich jetzt nicht so. Also, den eben erwähnten Respekt mal beiseite gelassen. Wer unangemeldet nackt an meiner Wohnungstür klingelt, muss unabhängig von Sex erstmal ein paar Fragen beantworten. Das finde ich ganz normal so. Scheinbar dauerten ihr meine gedanklichen Erwägungen jedoch zu lange. Sie trat einen Schritt auf mich zu und fasste mir dann in denselbigen. Das ist sehr effizient formuliert. Das ist. Der Ausdruck der Überraschung in ihren Augen irritierte mich. Was hatte sie denn erwartet? Ihr Mund zitterte leicht, dann stammelte sie. Freust du dich, mich zu sehen oder hast du da...
Hast du da... Was hast du in der Hose? Langsam öffnete ich meine Jeans und holte einen fast gelösten Zauberwürfel hervor. Der Ausdruck der Erleichterung, der jetzt ihr Gesicht befiel, irritierte mich erneut. Erleichterung wäre doch angebracht gewesen, wenn der Würfel gelöst gewesen wäre. Aber ich war leider nicht rechtzeitig fertig geworden. Da, sie schaute mir schon wieder so kokettierend in die Augen, als gäbe es dort etwas umsonst. Sehr schnell blinzelte ich 28 Mal, um ihre Konzentration zu brechen und rief dann, Potzblitz! Das sind so Taktiken, die ich mir selber ausgedacht habe, um in schwierigen Situationen die Dominanz über das Gespräch zurückzuerobern. Auch hier war es nötig gewesen, sie anzuwenden. Dann warf sie sich mir ohne Vorwarnung um den Hals und gurrte, jetzt lass mich endlich rein und steck mir dein Portemonnaie in den Mund. Das war zu viel. Ich stieß sie von mir fort. Mir gefällt das ja auch, wenn Sex dirty ist. Wie langweilig und reizlos wäre das, wenn Sex immer so ganz normal und ordentlich abläuft. Aber es gibt Grenzen. Jetzt pass mal auf, du schräge Olle. Du musst mir jetzt mal dringend sagen, wer du bist, sonst rufe ich die Polizei. Na gut, sie ließ dramatisch von mir ab. Ich heiße Esmeralda und ich habe dich 2017 mal gestalkt. Ich erinnerte mich. 2017 war ich häufiger von einer mir unbekannten Telefonnummer angerufen worden. Natürlich bin ich nicht drangegangen. Wie jeder vernünftige, erwachsene Mensch habe ich auf das Telefon gestarrt, bis es aufgehört hat zu klingeln und danach die Nummer gegoogelt. Google hatte kein Ergebnis, das war schon sehr gruselig. Aber richtig gruselig wurde es erst, als die Anrufe Anfang 2018 plötzlich aufhörten. Denn wenn man nichts mehr von seinem Stalker hört, dann muss man sich auf einmal fragen, hat er jetzt aufgegeben? Oder ist er sehr gut geworden? Wieder war sie es, die mich aus meinen Gedanken riss. Aber auch wenn ich dich mal gestalkt habe, Jan-Philipp, du willst mich doch bestimmt trotzdem, oder? Du kannst mir einfach nicht widerstehen. Anscheinend genoss sie es, begehrt zu werden. Und da fiel mir natürlich jemand Passendes für ein. Ich rufe jetzt die Polizei, sagte ich. Was? Nein. Guten Tag, hier ist die Polizei. Das ging schnell, ich musste nicht mal anrufen. Das Treppenhaus hinauf schlurfte eine Polizistin und ihr Gatte, der Polizei Rüde. Das steht hier, ich kann da nichts dafür. Kaum hatten die beiden die letzte Stufe erklommen, als die Tür der Omi von gegenüber ein Spaltbreit aufging und sich ein anklagender, knöchriger Zeigefinger daraus hervorschob. Das sind sie, die Perversen! Ich hab gar nichts gemacht, protestierte ich. Die gehören weggesperrt, alle beide! Warum? Ich hab doch nichts gemacht, die hat doch bei mir geklingelt! Das war ganz schön unfair von der Omi, mich damit reinzuziehen. Lass es Jan-Philipp, warf die nackte Esmeralda ein. Das ist jetzt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt, um das Spiel fortzuführen. Jetzt mischte sich dann auch die Polizistin ein. Was meinen Sie denn damit, das Spiel fortführen? Ja, der Klotzkopf da ist mein Freund und wir machen so ein Rollenspiel. Wir tun so, als würden wir uns nicht kennen und dann stehe ich nackt vor seiner Tür und er ist aber sofort so angetan von mir, dass er mich reinbittet und wir vögeln. Also, das war zumindest der Plan. Perverse Schweine! rief die Omi von gegenüber. Die Polizistin wandte sich an mich. Stimmt das, was die Dame da gesagt hat? Ich habe diese Frau noch nie in meinem Leben gesehen, erwiderte ich. Die Nackte schüttelte den Kopf. Er steckt da zu tief drin. Das war jetzt so wellenmäßig. So. Ach, das würde ich auch gerne mal sagen, seufzte die Polizistin. Dann wandte sie sich wieder an die nackte Fremde vor meiner Tür. Also Sie sagen, er ist Ihr Freund, aber er sagt, er kennt Sie nicht. Haben Sie denn einen Ausweis dabei? Stille. Ja gut, war eine blöde Frage. Wie heißen Sie denn? Sie hat gesagt, Ihr Name ist Esmeralda und sie hat mich 2017 gestalkt, warf ich ein. Jan-Philipp, halt die Klappe, das war doch Teil des Spiels. Welches Spiel? Ich kenne Sie gar nicht. Alles klar, die Polizistin packte Esmeralda am Oberarm. Wir nehmen Sie jetzt mit auf die Wache, da werden Sie erkennungsdienstlich behandelt und dann wird sich erklären, wer Sie sind. Das ist alles ein großes Missverständnis. Ich schloss die Tür. 6 Monate ist das jetzt her, dass die Polizei meine Freundin mitgenommen hat.
Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Aber ich bin sehr stolz auf mich, dass ich unser Rollenspiel so lange durchgehalten habe. Ein paar Mal ist es kritisch geworden, aber trotzdem bin ich nicht aus meiner Rolle gefallen. Manchmal vermisse ich sie, aber dann denke ich an sie und hoffe, dass es für sie genauso schön war wie für mich. Danke sehr! Ja, ihr merkt das, ich bin nicht so gut im Flirten. Flirten ist nicht mein Steckenpferd. Ich bin deswegen nicht, also ich hatte letztens einen Auftritt, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, aber da habe ich gesagt, ich bin nicht so gut im Flirten und dann haben alle Leute im Publikum so oh gemacht und ich so, Leute, das ist total voreilig, lasst mich doch erstmal ausreden, ihr wisst ja gar nicht, wie der Satz weitergeht. So, manchmal, also ich bin nicht so gut im Flirten, weil manchmal, wenn ich nervös werde, töte ich Leute. Das ist halt... Ihr seid richtig auf Zack, das finde ich voll gut. Nein, ich habe beim Flirten Schwierigkeiten mit zwei Ebenen, auf denen Flirten aber primär stattfindet. Das ist einmal die sprachmelodische, die Betonungsebene, mit der gesprochen wird, und einmal die körpersprachliche Ebene. Beides sind Dinge, die mir schwerfallen, die überhaupt erstmal wahrzunehmen und die dann auch richtig zu interpretieren, ist nicht meine Stärke. So, ihr guckt mich so komisch an. So, wir machen mal ein Beispiel, ne, damit ihr versteht, was ich meine. Wir machen mal ein Beispiel. Wenn ich sage, Flirten passiert viel auf sprachmelodischer Ebene, machen wir ein Beispiel. Ne? Ja, okay. Einige von euch scheinen da auch Schwierigkeiten zu haben, genau wie ich. Das ist okay, wir schaffen das gemeinsam. Also, ganz normale Sätze werden allein durch die Art und Weise, wie sie betont werden, von ganz normalen Sätzen zur Flirterei. Wir können da gerne mal ein Beispiel machen. Hat jemand von euch einen ganz normalen, alltäglichen Satz für mich? Haben Sie eine Payback-Karte? Nein, bitte entschuldige dich nicht dafür. Erstens, wunderbar überlegt. Zweitens, wie aus der Pistole geschossen. Das war so, du sitzt den ganzen Abend schon so, gleich kommt mein Moment. Fantastisch. Fantastisch, danke sehr. Vor. Ein Satz, der sich überhaupt nicht zum Flirten eignet. Aber selbst diesen Satz kriegt man allein durch die Sprachmelodie zur Flirterei. Ich sag den Satz. So reden wir im Ruhrgebiet. Da ist viel Kohlenstaub in der Luft. Ich sag den Satz jetzt erst einmal normal und dann einmal geflirtet, damit euch der Unterschied auffällt. Erst normal. Haben Sie eine Payback-Karte? Jetzt derselbe Satz, aber geflirtet, achtet auf den feinen Unterschied in der Sprachmelodie. Haben Sie eine Payback-Karte und darf ich Sie komplett kaputt orgeln? Das sind nur sehr feine Unterschiede. Sehr subtil. Sehr subtil. Kaum wahrnehmbar. Muss richtig interpretiert werden. Ne? Andere Sprachmelodei, schon ist es Flirterei. Das ist der Merksatz, den außer mir niemand sagt. Die andere Ebene, auf der geflirtet wird, ist die körpersprachliche Ebene. In Clubs, in Discos wird viel beim Tanzen körpersprachlich geflirtet. Man sagt ja auch so landläufig, dass man so tanzt, wie man auch im Bett ist. Und bei mir stimmt das auf jeden Fall. Mir stimmt das auf jeden Fall. Ich tanze so, wie ich auch im Bett bin. Weil in beiden Fällen fragen sich Leute, die das sehen, so... Warum hat der Löffel dabei? Das... Ich weiß nicht, was der Witz bedeutet. Ich habe mir den Witz ausgedacht, zu Hause am Schreibtisch. Dann hat mein Gehirn brrrr gemacht und die Welt war in Ordnung. Und seitdem erzähle ich den Witz. So. Oder anders ausgedrückt, Leute, ich denke mir die Witze schon aus. Ich kann sie unmöglich auch noch verstehen. Das ist mir ein bisschen entgegenkommen. Nein, aber stellen wir uns das vor, ich bin im Club. Also seien wir ehrlich, ich bin nicht im Club. Das ist nicht...
Reizüberflutung ist kein Tanzstil, erstaunlicherweise. So. Aber wir stellen uns das vor, ich bin im Club, wir benutzen unsere Fantasie. Wir benutzen richtig viel Fantasie. Ich bin im Club, ich tanze so vor mich hin, so. Um mich herum bildet sich ein Kreis aus Respekt. Und auf der anderen Seite des Clubs sendet mir eine Frau Signale zu, so zum Beispiel. Und ich merke das dann gar nicht. Ich merke das häufig gar nicht. Und selbst wenn ich das merke, interpretiere ich das nicht richtig, weil wenn ich sowas sehe, denke ich immer nur so, was ist los mit der? Also ich bin nicht so gut im Flirten. Deswegen habe ich mich bei Tinder angemeldet. Weil ich dachte, bei Tinder gibt es ja keine Sprachmelodie, keine Körpersprache. Da fällt mir das bestimmt leichter mit dem Flirten. Das ist ja nur die reine Textebene. Da kann ich das leichter mit dem Flirten. Das ist bestimmt viel leichter bei Tinder mit dem Flirten. Ich lag noch nie so falsch in meinem Leben. Ich war die meiste Zeit bei Tinder verwirrt. Ich habe natürlich versucht, mit meiner primären Charaktereigenschaft zu punkten, mit Humor. Funktioniert auf Tinder nicht so gut. Humor funktioniert auf Tinder nicht. Meine erste Tinder-Bio war, ich suche auf diesem Weg eine bibeltreue Christin für eine Reihe vorehelicher One-Night-Stands. Oder alternativ jemand, der meinen gebrauchten Opel Corsa kaufen möchte. Und ich hatte dann ein Match und der Corsa ist weg. Und... Ich war die meiste Zeit auf Tinder hauptsächlich verwirrt. Ich habe euch ein paar Profile mitgebracht, die mich verwirrt haben. Ich habe alle Leute unkenntlich gemacht, weil es mir nicht darum geht, die Leute bloßzustellen, sondern es geht mir darum, meine Verwirrung zu artikulieren. Sehr verwirrt war ich zum Beispiel bei ihr hier. A, 28 Jahre alt, über 2000 Kilometer entfernt. Und dann vielleicht doch nicht 19, sorry, dafür aber 17. Mädel, wie alt bist du? Scheint's dir unsicher zu sein. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber für mich ist das eine wichtige Frage. Für mich ist das wichtig zu wissen, wie alt sie ist, weil ist sie 28 Jahre alt, ist sie 19 Jahre alt oder ist sie, ich gehe ins Gefängnis, Jahre alt? Würde ich schon gern wissen. Ne, aber bei ihr ist es relativ leicht, die ist über 2000 Kilometer entfernt, das Profil ergibt nicht so richtig Sinn, das ist wahrscheinlich einfach ein Bot, ein Fake-Profil und dann matchst du mit denen, die schicken dir drei Nachrichten und danach einen zwielichtigen Link. Wenn du da draufklickst, dann haben düstere Herren eine Bürgschaft deiner Eltern für eine Mietwohnung in Prag und das muss ja nicht sein. Die nächste ist aber kein Fake-Profil und darum vielleicht noch verwirrender, S27, glücklich verheiratet. Und dann sogar noch ein Hochzeitsbild da, wo die sich so knutschen. Das ist schon ein Arschloch-Move. So ein Profil zu haben, ist schon arschig. Auf Tinder, wo alle nach der Liebe suchen oder einem zeitlich begrenzten Äquivalent davon. Bei Tinder herzugehen, wo alle nach der Liebe suchen und dann zu sagen, nö, ich bin aber glücklich verheiratet, ist schon mega gemein. Das ist ein bisschen so, als würde ich in eine Selbsthilfegruppe von Einbeinigen gehen und dann sagen, ich nicht! Das ist mega scheiße! Und dann habe ich was gemacht, dann habe ich gesagt, habe ich Tinder umgestellt. Ich habe gesagt, zeig sie mir alle. Völlig egal welches Geschlecht, völlig egal welche Sexualität. Ich möchte sie alle sehen, ich möchte wissen, was da abgeht. Und dann habe ich einen Typen gefunden und in den habe ich mich ein bisschen verknallt, wenn ich ehrlich bin. Weil ich noch nie einen Mann gesehen habe, der so professionell auf einem Stuhl sitzt. Er macht das so gut. Ich will Eintritt bezahlen. Es ist, als würdest du eine Kinokarte kaufen und dann im Saal in die andere Richtung gucken. Es ist fantastisch. Und richtig verliebt war ich dann, als ich sein letztes Bild gesehen habe. Das ist ein Maß an Selbstironie, das ich total hot finde.
ich weiß, mit ihm habe ich auf jeden Fall eine gute Zeit. So. Und dann ist mir was aufgefallen. Dann hatte ich eine Idee. Er hat es geschafft, mir in dem Tinder-Durcheinander einen Moment glockenheller Freude zu schenken. Und viele Leute machen ja eine schlechte Erfahrung auf Tinder. Viele Leute machen auf Tinder die Erfahrung, dass sich niemand für sie interessiert. Das ist mega schwierig. Viele Leute bekommen komplettes Überangebot, sind vielleicht überfordert, wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Viele Leute bekommen Nachrichten, die, seien wir ehrlich, eher Straftaten sind als Nachrichten. Und er hat es geschafft, mir in diesem Chaos einen Moment der Freude zu schenken. Und dann habe ich gedacht, das will ich auch. Ich will auch Quatsch mit den Leuten auf Tinder machen. Ich will, dass sie eine gute Zeit haben und ich möchte den Leuten auch Ratschläge geben. Denn ich bin mega introvertiert, aber ich habe viele Ideen, wie die Leute ihr Leben besser machen können. Und dann habe ich mir ein neues Profil ausgedacht. Ich habe mir den Dodekaeder der Weisheit ausgedacht. Mein Alter geändert, um mich selber zu verschleiern auch. Ne? Und der Dodekaeder sollte den Leuten Ratschläge geben und helfen. Deswegen arbeitet er bei Lebenshilfe und Ratschläge. Abschluss gemacht in der Entendimension. Du kannst also jede ganze Zahl für N einsetzen. Und eigentlich fand ich nur das Wortspiel mit Ente lustig. Habe ich mir ein Profil ausgedacht. Ich bin der Dodekaeder der Weisheit. Berichte von deinen Sorten und Nöten, sterbliches Wesen. Der Dodekaeder wird dir helfen. Stell deine Fragen und du sollst Antwort erhalten. Ich bin eigentlich 1,6 Milliarden Jahre alt. Keine Ahnung, warum Tinder meint, ich wäre 26. Dann habe ich noch ein Bild hochgeladen. Felt cute, might delete later. Ich versuche mich der Tinder-Kultur ein bisschen anzugleichen. Und dann bin ich auf die Leute losgegangen. Ne? Und die Leute haben natürlich erstmal Auge gemacht und mich geschrieben, deine Suche hat ein Ende, Sterblicher. Stell deine Frage und du sollst Antwort erhalten. Ne? Die Leute waren erstmal verwirrt. Wie das häufig der Fall ist, die Leute sind häufig verwirrt, wenn sie mit neuen Konzepten konfrontiert werden, wie zum Beispiel einem Dodekaeder. Viele haben in ihrem Leben noch nie von einem Dodekaeder gehört. Und manche treibt diese Verwirrung in sehr primitive Verhaltensmuster. Zum Beispiel ihn. Ficken. Die Antwort, die du dir wünschst, ist nicht die Antwort, die du brauchst, Sterblicher. Und dann mega süß hat er sich in Yoda verwandelt. Okay, Antwort, welche brauche ich denn dann? Und da konnte ich meinen ersten Ratschlag absetzen. Lerne dich selbst kennen, lerne in dir zu ruhen, lerne dich selbst zu lieben und der Fick wird zu dir kommen. Oh. Weisheit. Und ich finde, es zeigt auch sehr schön, wie effizient manche Männer arbeiten. Ne? Also manche Männer kommen direkt auf den Punkt, was in dem Zusammenhang eine schlechte Formulierung ist, aber manche Männer sagen direkt, was sie wollen, dann antwortest du, du reagierst einfach nur darauf, danach haben sie noch eine Antwort in ihrem Köcher, die lässt grammatikalisch schon zu wünschen übrig und wenn dann kein Sex passiert ist, sind sie raus, dann sind sie einfach weg. Der nächste Typ war das Gegenteil von effizient. Der war nicht effizient. Stell deine Frage, Sterblicher. Kunstprojekt oder soziale Analyse? Das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu langweilig. Ne? Er wollte, dass ich direkt auf die Metaebene gehe, er wollte, dass ich mich direkt erkläre. Und das wollte ich aber nicht. Ich wollte ja zum gemeinsamen Spiel, zum Quatsch einladen. Deswegen habe ich ihm das Dora the Explorer-Meme geschickt mit dem Why don't we have both? Yay! Und ich dachte kurz, wir wären in einer Zeitschleife gefangen. Er hat dann darauf reagiert. Ja, je nach Schwerpunkt wird etwas überwiegen. Und da dachte ich, okay, ich habe vielleicht das Signal, dass ich das hier ironisch meine, nicht deutlich genug gesendet. Vielleicht muss ich das ein bisschen deutlicher machen. Und dann habe ich so getan, als würde ich mich aufregen. Ich komme zu dir aus den Tiefen des Kosmos, um dir die Geheimnisse der Existenz zu offenbaren und du wagst es, mich zu hinterfragen. Mein Zorn fahre auf dich hernieder. Mögen auch deine Enkel und Urenkel eine schlechte Mathearbeit innerhalb ihrer schulischen Laufbahn schreiben. Er hat dann relativ gut gekontert mit ich bin schwul, ich zeuge keine Enkel. Erst letzte Woche ist mir aufgefallen, dass technisch gesehen niemand Enkel zeugt. Das übernehmen doch andere für dich. Ich glaube, es ist illegal, Enkel zu zeugen. Ich glaube, das darf man nicht machen. Das war mir da leider nicht aufgefallen. Vor allem, er hat ja auch noch weitergeschrieben, so, wenn du allwissend bist, sollte dir das bewusst sein. 3 Ausrufezeichen.
Er dachte schon, er hätte mich. Aber so leicht kriegt man mich nicht. Deswegen habe ich geschrieben. Vielleicht findest du eines Tages einen Partner, der Kinder aus einer früheren Beziehung mitbringt oder du adoptierst von Zeugen, habe ich nicht gesagt, Kuss-Smiley. Und er ließ aber nicht locker. Eine Wahrscheinlichkeit zu verfluchen ist aber nicht sonderlich effektiv. Und das war das erste Mal, wo ich vor meinem Handy saß und ein Geräusch gemacht habe. Und das Geräusch war... Tatsächlich ist es wesentlich ineffektiver, Gewissheiten zu verfluchen, denn wenn es gewiss ist und darum eintritt, was soll dann der Fluch? Und wenn man verflucht, dass eine Gewissheit nicht eintritt und sie dann natürlich trotzdem eintritt, weil sie gewiss ist, was soll dann der Fluch? Da verfluche ich ausschließlich Wahrscheinlichkeiten. Was soll ein Fluch, der niemals eintreten könnte? Ein Fluch soll bestrafend mahnend sein. Ein Fluch, der nur prozentual eintreten könnte, ergibt keinen Sinn, da die Wirkung verfehlt. Und da habe ich dann geschrieben, ich glaube, du hast es ganz schön schwer auf Tinder, kann das sein? Und dann war Ruhe im Karton. Aber ich hatte es immer noch nicht geschafft. Ich hatte es immer noch nicht geschafft, Quatsch mit den Leuten auf Tinder zu machen, mit den Leuten auf Tinder Spaß zu haben. So, er hat sich ja aktiv dagegen gewehrt, Spaß zu haben. Der Mann hat Arbeit investiert, damit er keinen Spaß hat. Er ist das Gegenteil von mir. Es ist unglaublich. Das ist unglaublich. Und ich hatte es immer noch nicht geschafft, einer Person einen Ratschlag zu geben, der dieser Person, der dann noch angenommen wird. So, gut, letzteres hat sich dann zumindest geändert, als ich auf sie gestoßen bin. Auf L. Deine Suche hat ein Ende, Sterbliche. Stell deine Frage und du sollst Antwort erhalten. Wird es weniger wehtun? Uff. Ich gebe zu, ich war ein bisschen überfordert. Dann habe ich einfach meine ganzen 29 Jahre an Weisheit zusammengenommen und mein Bestes gegeben und das ist dabei rausgekommen. Mit der Zeit wird der Schmerz nachlassen, aber er wird nie ganz weggehen und das ist okay so. Denn meistens signalisiert der Schmerz entweder, dass es einem wirklich was bedeutet hat und das ist an sich eine gute Sache, dass man Glück genug hat, solche Dinge in seinem Leben zu haben, auch wenn sie vorbeigehen. Oder der Schmerz signalisiert, dass man etwas Wichtiges gelernt hat und ist dafür da, dass man es nicht vergisst. Okay. 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 Nicht mal die lange Form von okay. Ok. Ich muss gestehen, ich hatte mir ein bisschen mehr Reaktion erhofft, ja. Auch weil ich diesen geilen Schachtelsatz konstruiert habe, ne? Da fehlen ja mindestens 3 Punkte in dem Satzkonstrukt. Aber sie schuldet mir nichts. Sie schuldet mir keine Reaktion, sie schuldet mir keine Emotion. Deswegen habe ich einfach Folgendes geschrieben. Ich wünsche dir viel Kraft, dass du alles durchstehen kannst, was immer sich dir in den Weg stellt. Sie schrieb, danke. Und ich sagte, dafür ist der alte Dodekaeder der Weisheit doch da. Piu, piu, piu. Und sie meinte, schade. Mich nicht so ganz verstanden. Gefragt, schade? Und sie, dass du kein Mensch bist. Ja, anscheinend ist das ein paar von euch aufgefallen, dass sich hier eine Chance aufgetan hat, die Maske des Dodekaeders fallen zu lassen, als echter Mensch hervorzutreten, sich ehrlich kennenzulernen und dann vielleicht ein Date zu haben. Ich markiere die Stelle mal. Ich habe das nicht gemerkt. Ich habe einfach gnadenlos meine Rolle weiter durchgezogen. Tja, manchmal wünsche ich das auch. Ich bin aber bloß ein einfacher 1,6 Milliarden Jahre alter regelmäßiger Dodekaeder aus der Entendimension. Ich hatte meine Chance vertan. Und das ist ein bisschen traurig, aber ich bin überhaupt nicht traurig. Also ein klein bisschen. Und ich glaube, es ist auch okay, ein klein bisschen traurig zu sein. Aber das, was ich mir vorgenommen habe, habe ich ja geschafft. Ich habe Quatsch mit den Leuten auf Tinder gemacht. Gut, ich musste erst euch das vorlesen, damit auch Spaß draus wird.
Und ich habe einer Person einen Ratschlag gegeben, der dieser Person, also helfen ist ein starkes Wort. Ich will nicht überbewerten, was ich da gemacht habe. So, ich habe gesagt, ich bin der Dodekaeder. So, aber der vielleicht für sie den Moment ein klein bisschen erträglicher gemacht hat. Und das ist alles, was ich mir gewünscht habe. Und deswegen bin ich gar nicht traurig. Das ist übrigens auch alles, was ich mir für den heutigen Abend wünsche. Ne? Die Realität ein klein bisschen erträglicher zu machen. Weil ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber in letzter Zeit stapelt sich nur Scheiße auf noch mehr Scheiße. Und es wird immer schwieriger, damit umzugehen. Du weißt gar nicht mehr, wo du anfangen sollst zu schaufeln bei dem, was alles passiert in der Welt. Und das ist übel. Das ist schwierig, damit umzugehen. Und ich glaube, es ist okay, mal hin und wieder davon Pause zu machen. Ich will nicht dafür plädieren, dass wir nichts mehr ernst nehmen, was auf der Welt passiert. Wir müssen Dinge ernst nehmen, wir müssen uns um Dinge kümmern. Wie gesagt, da glaube ich dran, dass wir uns um Dinge kümmern müssen. Wenn wir gleichzeitig aber alles schwer nehmen, was immer passiert, wird uns das zwangsläufig erdrücken. Deswegen glaube ich, es ist okay, Pause zu machen. Ich hatte Anfang 2019 diesen Moment, wo sich in meinem Privatleben nur Scheiße auf Scheiße auf Scheiße stapelte und ich nicht mehr konnte. Und ich saß eines Morgens völlig desolat, völlig zerstört auf der Bettkante. Und ich mache aber morgens auch eine Sache, die ist mega dumm. Falls ihr das auch macht, macht es nicht, das ist total ungesund. Das Erste, was ich morgens mache, nachdem ich aufgewacht bin, ist, ich nehme mein Smartphone in die Hand und gucke bei Instagram rein. Und ich gucke mir natürlich keine lustigen Memes an. Oder Videos von Hunden, die kotzen und das dann selber aufessen, wo man denkt, bist du süß, ich weiß nicht, wie ich mich zu dir fühlen soll, Hund. Das Erste, was ich mir morgens angucke, ist Aktivismus. Und versteht mich bitte nicht falsch, wir brauchen Aktivismus. Es ist wichtig, dass sich Leute engagieren. Es ist wichtig, dass in dieser sehr komplexen, global vernetzten Welt unsere Aufmerksamkeit auch manchmal ein bisschen gesteuert wird auf Sachen, die es wert sind, dass wir ihnen Aufmerksamkeit schenken. Gleichzeitig, wenn du morgens gerade erst aufgewacht bist, ist Aktivismus erstmal nur eine sehr lange Liste von Dingen, die scheiße laufen auf dem ganzen Planeten. Immer mit dem Aufruf dabei, dass du dich jetzt darum kümmern musst. Und wenn du das nicht tust, dann hast du moralisch versagt. Dann bist du ein schlechter Mensch. Das ist ein bisschen viel, um sich das morgens direkt als erstes reinzuballern. Und Anfang 2019 saß ich dann völlig zerstört auf der Bettkante und dachte, ich kann nicht mehr. Kann mir die Welt nicht morgens mal eine Stunde gönnen? Eine Stunde nur, damit ich aufstehen kann, duschen kann, mir eine Hose anziehen kann, was frühstücken kann. Eine Stunde bitte, bevor die Welt über mich hereinbricht und anfängt, mich zu verprügeln. Und dann ist mir relativ schnell klar geworden, dass das nicht die Welt ist, die mir das antut. Die Welt ist halt einfach da. Ich bin halt einfach Teil davon. Es passiert viel Scheiße, es passieren viele gute Sachen. Ich bin derjenige, der die Handlung vollführt. Ich bin derjenige, der morgens direkt als erstes ins Internet reinguckt. Ich tue mir das selber an. Wenn aber ich die Handlung steuere, bedeutet das, dass es okay sein muss. Es muss nicht nur okay sein, sondern es ist verdammt nochmal nötig, diese Handlung an meinen Bedürfnissen zu orientieren. Zumindest an meiner geistigen Gesundheit. Das muss drin sein, das ist nötig. Und deswegen glaube ich, dass es nicht nur okay ist, sondern dass es nötig ist, Pause zu machen. Von der Wirklichkeit. Das ist alles, was ich mir für den heutigen Abend wünsche. 2 Stunden Pause von der Wirklichkeit. Danach könnt ihr wieder da rausgehen und euch um die ganze Scheiße kümmern. Aber in diesen 2 Stunden gehört ihr mir. Und das heißt, in diesen 2 Stunden machen wir einen Quatsch, dass sich die Balken biegen. Und dann ist das auch egal, wenn das manchmal ins Nichts läuft oder die Pointe fehlt oder ich selber nicht weiß, was ich da mache. Das ist total egal, das ist überhaupt nicht der Punkt, darum geht es mir gar nicht. Mir geht es darum, dass wir gemeinsam 2 Stunden Pause von der Wirklichkeit machen können. Vielen Dank, dass er mit mir Pause gemacht hat. Kommt gut nach Hause, tschüss. Vielen Dank! Danke sehr!